Hallo liebe Mutzis, ganz kurze Durchsage, bevor es mit der Folge losgeht. Am 31. Dezember 2023 ab Mitternacht gibt es auf meinem YouTube-Kanal das letzte Solo-Programm Standauf in voller Länge und gratis zu sehen. Ich habe mir nämlich lange überlegt, was ich mit dem Programm mache. Wir haben es super schön aufgezeichnet, so richtig bombastisch mit mehreren Kameras und so einem richtigen Netflix-Look. Also es sieht aus wie Netflix, es ist nicht Netflix, aber darum kann man es ja gratis auf YouTube tun. Weil man es aufzeichnet, um einen kleinen Teil im SRF zu geben. Das ist aber ein Drittel vom ganzen Programm. Und da habe ich gedacht, ich mache es irgendwie auf meiner Webseite, ein bisschen Geld dafür verlangen. Und da habe ich gedacht, nein, weil mein Ziel ist eigentlich, dass möglichst viele Menschen das Programm sehen. Ich bin sehr stolz auf das Programm. Ich bin auch sehr stolz auf die Produktion, die wir gemacht haben. Und dann wäre das Schönste für mich, wenn möglichst viele Leute das können anschauen können. Und da kommt ihr ins Spiel. Wenn der 31.12. schon gesehen ist, dann geht jetzt auf meinen YouTube-Kanal, von mir aus ein Nachterfolg, aber zumindest irgendwie so in nächster Zeit. Schaut das, gebt ein Like, abonniert den Kanal, teilt es, also den Link irgendwie allen Menschen schicken, die ihr kennt und auch denen, die ihr nicht kennt, weil das hilft extrem viel. Und habt viel Freude und Spass ab dem Ding, ja? Weil das ist ja eigentlich das Wichtigste und auch das Hauptziel von dem Ganzen. Und hoffentlich schauen es ganz viele Menschen, weil mein grosses Ziel, das ich habe, ist an meinem Geburtstag, das ist der 1. Februar, möchte ich mit diesem Video 10'000 Views erreicht haben. Das ist ein grosses Ziel, es ist aber nicht ganz unrealistisch, wenn alle mithelfen. Also ich hoffe auf euch, geht's schauen, geht's teilen, geht's liken, abonniert den Kanal. Auch wenn noch nicht 31.12. seht, könnt ihr das auch schon jetzt machen, weil das hilft dann auch, wenn das Video rauskommt. So, jetzt habe ich genug geredet für den Moment und ich wünsche euch ganz viel Spass mit der heutigen Folge. Oh, läuft! Okay. Mike, 1-2 Check. Läuft. Läuft. Bist du gut mit Soundchecks? Ob ich gut bin, Soundchecks? Ja. Was machst du bei Soundchecks? Ich bin sehr kurz bei Soundchecks. Ich eben auch. Kennst du die Leute, die so voll übertrieben bei Soundchecks? Also so verschiedene Stimmlagen, aber wieso übertrieben? Also ich frage oft, ob es einen Kompressor hat. Was ist ein Kompressor? Kompressor dort die wirklich sehr, sehr laute Töne. Aha. Dort wie kappen. Machst du laute Töne auf der Bühne? Ich will einfach wissen, ob es einen hat. Okay. Weil denk, das sind die dann auch ins Mikrofon schreien und es ist nicht zu laut, oder? Ah, anstatt, aber du bist so einer, was. Genau. Das finde ich immer cool, wenn ich Comedians mache. Ich moduliere mit dem Mikrofon. Ich finde das. Weil ich habe mich mal, sicher ein Jahr habe ich mich mit Mic-Work beschäftigt. Wirklich? Ja. Dann bin ich balls deep in a rabbit hole über Mic-Work. So Zeugs habe ich noch nie gemacht. Ich muss glaube auch mal so es kommt alles. In die Kunst innendings, weil ich bin so, Mic-Check ist bei mir so, hallo, okay, es ist gut. Der Matteo checkt bis heute nicht, worum es Mic-Checks geht. Es geht in sein kleines Affenhirn, geht es nicht rein. Wenn es eine Show ist, wo du allein bist, verstehe ich es irgendwie. Aber wenn doch 5 Comedians sind, ist es, ja, der tönt doch etwa gleich wie ich, dann machst du einfach einen. Aber jetzt, wenn du es so erklärst, macht es schon Sinn. Ich wäre sehr gerne so cool, dass ich so schreie und noch so das Mic weg. Ich finde, das sieht sehr cool aus. Aber ich habe das Gefühl, so, ich würde es schlecht timen. Ich würde so halb schreien, halb nicht. Und das ist immer so, ich muss es vor dem Spiegel üben. Ja, das kommt sicher. Das kommt sicher. Aber schön bist du da. Hey, gern. Wie geht's? Hey, gut im Fall. Gut, ich bin ein bisschen müde. Aber das ist eigentlich immer so. Ist konstante Zustand. Ja, das ist eigentlich sehr dumm, dass ich das sage. Ich sage immer so, ich bin ein bisschen müde, aber ich bin eigentlich immer ein bisschen müde. Also eigentlich Gott. Das ist wie, ich habe mir abgewöhnt, immer zu sagen, ein bisschen im Stress. Das sage ich immer auch. Oh. Ich sage immer, hey, ein bisschen im Stress und ein bisschen müde, aber alles gut. Ja, das ist so dumm. Dann sag's doch nicht. Eben, es ist so dumm. Ja. Vor allem, Stress ist ja wirklich subjektiv. Also weißt du, ja. Man macht sich Stress oder man macht sich keinen Stress. Darum sage ich jetzt viel zu tun. Weißt du? Ja, aber du machst dir. Ja, nein, du hast schon Stress. Aber es gibt ja mehr, also für mich jetzt so Stress im Sinn von
Alter, ich muss sehr viel erledigen in sehr kurzer Zeit. Yeah. Und es langt niemals. Und dann gibt es den Stress mit, boah, das stresst mich. Mhm. Weißt du, wie, wenn ich zum Beispiel an einem Tag 7 Termine habe, stressen die Termine mich nicht. Yeah. Aber der Weg zu diesen Terminen stresst mich mega. Weil ich weiß, oh nein, jetzt muss ich dort hin, dann muss ich dann dort hin. Und das ist das. Ja. Yeah. Aber ich find, eigentlich bin ich null gestresst. Ich finde das Wort Stress, dann oft, ich merke, dass es so negativ konnotiert ist, oder? Ja. Und es kann dann so wirken, weißt du, so, man lebt seinen Traum, man ist vollberufliche Comedian, und wenn man dann sagt, ja, Stress, dann denkt wahrscheinlich so jeder Mensch so, Alter, fick dich. Also, weißt du, was ich Baustelle ab, ich habe Stress. Was ist dein scheiß Problem? Ich stehe gerade bis zu den Knien in Bauschutt. Ja, ich weiß, aber ich glaube, es ist so. Ich habe das Gefühl, das ist so. Ich sage es mega oft zum so das ein bisschen abspielen. Es ist nicht mega dumm, aber ich spiele sehr gerne aber. Schau, als Beispiel. Ja. Yeah. Ich bin an dem Humorfestival und ich bin einen Tag früher gegangen, weil wir so Zeugs haben müssen drehen für das SRF. Yeah. Und dann ist die dumme Situation entstanden, dass wir uns zu einer gewissen Zeit bei dem Hotel, also bei dem Bergrest hier oben, müssen treffen. Und ich und die, die das gedreht haben von der SRF-Crew yeah. und noch ein paar andere, die sonst so Zeugs Googles machen, sind halt ein bisschen früher dort gewesen. Und wir haben halt einfach gratis, also nicht gratis Mittagessen, aber wir haben halt auf Kosten vom SRF dafür Mittagessen. Ja, yeah. Also weil gratis. Halt, ja, voll. Nein, ich zahle sehr auf. wenn wir halt geschafft haben und wenn wir halt dort gewesen sind, ja, Spesen, Mann, normales Spesenreglement. Ja. Yeah. In dem Zeitpunkt, wo wir aber anfangen zu bestellen haben, sind die anderen Comedians, die nur an dem Tag dort sind, gekommen. Weil die halt, bei denen ist nur das Abendessen eingegriffen. Da sind wir an dem Tisch gesessen. Oh, und sie sind so angesessen und dann wollten bestellen und die Zuständigen vom SRF sind schon ein bisschen weg gewesen. Und ich hatte die Aufgabe gehabt, zu sagen, hey Leute, einfach, dass ihr wisst, euch das Essen ist nicht zahlt. Und ich habe Mühe gehabt, es ihnen so zu sagen, in dem Sinn so, hey, schaut, euer Essen ist nicht zahlt, meins aber schon. Aber nicht, weil ich etwas Besseres bin, sondern weil ich schon seit dem Morgen um 8 Uhr am Arbeiten bin. Und es war mega unangenehm gewesen. Und ich habe mega versucht, abzuspielen, dass, obwohl es eigentlich so gar nicht, keine Ahnung, es schießt mich auch immer an, wenn ich irgendwo so, wenn du so, wenn du so besser behandelt wirst, obwohl du gar nicht dafür kannst. Also, weißt du, was ich meine? Ich werde gerade mega unsympathisch. Nein, ich verstehe es. Aber ich finde es immer so schlecht dann. Ja. Es gibt Situationen, wo man wirklich denkt, das ist jetzt ein bisschen blöd. Ich wollte nicht, dass die Leute denken, das ist unfair. Wir hatten zum Beispiel auch ein anderes Hotel gehabt. Aber nur aus dem Grund, weil es im anderen Hotel einen Abend vorher kein Zimmer mehr frei hatte. Und wir mussten vorgehen. Und sie haben das Rundmail gemacht und alle ins Mail reingetan. Die so, Alter, schreib doch denen nicht, dass ich ein anderes Hotel habe. Das wirkt mega so nicht. Aber es ist ja aus einem bestimmten Grund. Ja, ich weiß. Und wenn man da wie übererklärt, dann ist es fast schlimmer. Ja. Oder? Ja. Also es ist wie wenn ich jetzt aber frage, Joel, wie geht's dir? Und du sagst, ey, super, ich lebe meinen Traum, ich spiele coole Shows. Und yeah. Dann fühlst du dich dann nicht auch so ein bisschen schlecht. Wieso? Ja, weil es gut geht. Also ich habe das Gefühl... Ah, so. Wirklich? Nein, aber ich habe das Gefühl, wenn man dann irgendwie etwas Negatives sagt, dann wirkt es so, du bist dann undankbar. Ich sage dann mehr so, hey, es ist... Ich habe es auch schwer. Aber ich sage auch nie, mir geht es mega gut, ich lebe meinen Traum. Du hast das vorher gesagt. Ja, aber das ist nie die Antwort, die ich gebe. Also, das sage ich immer. Das ist das, was ich für mich denke. Ja. Weißt? Ja. Und was ich mir ab und zu wieder muss sagen. Aber würdest du sagen, du lebst deinen Traum? Oh ja. Yeah. Das ist wirklich schön. Ja. Yeah. Es ist ja sogar schon mehr als mein Traum. Mein Traum ist, ein Solo-Programm zu haben. Und ich du lebst schon viel mehr, du lebst deinen Traum zum 7. Mal oder eben, so. Und ich habe jedes Mal wieder ein Solo-Programm und effektiv kommen Leute. Und, also weißt du, das ist alles mega geil. Man kann sich dann oft in dem Ganzen kann man sich verlieren. Ja, ja. Weißt du, und dann ist es eben so, Backstage hat es keine Früchte gehabt. Oh, so, nein. Oh Mann, es hat nur Sandwich mit Käse im Backstage. Mega nervig, Alter. Was, ihr denn kein Cola Zero? Was soll das? Ja, das ist... So, eben darum denke ich dann so, wenn man sagt Stress und irgendwie, ja, so viel und boah. Ja, eigentlich haben wir keinen Stress. Genau. Eigentlich geht es uns ja hure gut. Also mega. So rein... Eigentlich ist das Wichtigste, dass du einfach gesund bist, Joel.
Ja, und das ist natürlich auch so etwas. Jetzt kommt voll in der. Ja, aber das ist natürlich so etwas. Eben so konstant Mühe ziehen und so. Ach. Heute zum Beispiel merke ich, habe ich richtig schlecht geschlafen. Und zwar, ich glaube, ich habe genug geschlafen, aber ich habe so, kennst du das, wenn du oft schon mit einem steifen Nacken aufwachst? Ja. Das ist irgendwie, du bist irgendwie falsch angeschossen, bist eingepennt. Und dann bist du einfach so, Hast du das oft? Nein, das habe ich schon lange nicht mehr gehabt. Ich habe lange so Nackenschmerzen gehabt und Kopfschmerzen nach dem Aufstehen. Ja. Yeah. Und dann hat mir irgendjemand gesagt, dass ich Schlafapnoe habe. Ah. Und das glaube ich, also ich habe noch so einen Test gemacht und der Test ist einfach wirklich so, kennst du noch den Test vom Bund? Wo du auswählen ob du einen Covid-Test machen sollst. Ja. Yeah. Das war, sobald ein Ding angehökelt hast, war, ja, geh ich testen. Ja, danke. Und Schlafapnoe-Test ist aber genau so. Wenn einer anwählt, ist es ja, sehr wahrscheinlich erst gang mal testen. Und ich glaube einfach, bei mir ist, ich schlafe mega tief und ich kann überall einschlafen. Ja. Yeah. Genau das ist das Problem, weil es spielt dann wieso keine Rolle, ob ich gut zudeckt bin oder das Küsse so. Ich schlafe dann einfach hin und dann. Und ich schlafe viel zu wenig, Mann. Ich bin mega kindisch, was das angeht. Ja. Ich habe gestern bis um 3 gamed. So unnötig. Ja, aber irgendwie. Ja, aber. Ich verstand's. Nein, aber ganz ich ehrlich. Verstand's. Sicher, an einem Punkt sollst du so. Bis zu 30 sollst du doch wissen, so. Hey, weißt du, es ist keine gute Idee, jetzt bis um 3 wach bleiben. Ja, aber sonst bin ich immer noch. Ja, aber. Ja, gar nicht. Also, weißt du, wenn ich am 1. Morgen heimkomme, dann will ich halt einfach noch wie 2 Stunden früher oben. Aber magst du denn? Ja. Yeah. Aber ich bin wirklich, ich bin eine Nachteule. Also bin ich wirklich der Rhythmus. Bist du im Auto? Ich kann 10 Stunden pennen, wenn ich um 8 Uhr morgens aufstehen muss. Ich habe 10 Stunden pennt, ja, bin ich trotzdem am Arsch. Wenn ich nur 6 Stunden penne und ich kann um 10 Uhr aufstehen oder sogar um 11 Uhr, geht es mir top. Ich würde sagen, ich bin auch so. Ja. Yeah. Weil ich habe das Gefühl, ich habe mir mega lange eingeredet, dass ich so in der Nacht viel produktiver bin. Ja, was ja nicht stimmt. Und das war so eine Zeit, wo ich so remote gearbeitet habe. Und es war so wie egal, wenn du schaffst und so. Hauptsache, du hast deine Tickets abarbeitet. Und dann haben wir so 2 Wochen lang versucht, so, weißt du was? Ich schlafe jetzt einfach bis um 1 am Nachmittag, mache mir einen schönen Tag. Und dann am Abend tue ich arbeiten. Mhm. Das ist so in die Hose. Es ist so schlimm, weil in deinem Kopf denkst du so, ja, und dann schaffe ich mega produktiv. Nein. Und dann kommt irgendwann die Zeit, wo du müsstest anfangen und es schießt nur an. Weil ich habe immer gedacht, weil ich nachts einfach lang wach bleibe. Ja, aber ich schaue Fernsehen oder Game. Das ist nicht vergleichbar mit Schaffen. Shit. Ich habe mal so eine, ich glaube Xbox damals noch, habe ich so eine Rollenspiel, so eine Adventure, keine Ahnung was. Ich weiß nicht mehr, wie es heisst, bis heute nicht. Fable. Es hat so ein bisschen ausgesehen wie Cyberpunk. Du bist irgendwie in einer asiatischen Großstadt, bist du irgendwie rumgelaufen und hast irgendwelche Tasks müssen erledigen. Shenmue. Nein. Keine Ahnung, ich bin einfach Sachen. Und es ist auch für damals ist es ein mega krasses Game gesehen, weil irgendwie es hat eben auch Tageszeiten gehabt. Es hat so ein bisschen ausgesehen wie GTA, aber schöner. Ich glaube, es ist einfach wirklich Shenmue. Bist so ein Asiatisch mit schwarzen Haaren und so einer braunen Lederjacke. Ja, ich glaube, er hat Lederjacke an. Das ist voll das. Das ist, zeig das mal. S-H-E-N-M-U, glaube ich. N. M-U, ja. Shenmue. Das sind immer die Highlights vom Podcast. Ist das gewesen? Jetzt müsste ich noch irgendein. Ah, für 17,90 kriegt man es mittlerweile. Jetzt müsste ich noch ein Bild sehen vom Gameplay. Bilder. Ich glaube, es ist einfach das, weil ich bin auch mega süchtig nach dem gewesen. Yes, genau das. Das ist crazy gewesen. Und das Geile ist ja, dort haben ja Tageszeiten geändert. Ja, ja. Oder? Das heisst, auf einmal ist es hell, dann wird es wieder dunkel. So. Und ich weiß nicht, ich habe das so lange gamed, bis ich auf einmal raus schaue und merke, jetzt ist es draußen hell. So, weißt du, also, und es ist so ein absoluter Hirnbums gesehen, weil du bist halt so, was? Das ist so schlimm. Das ist so schlimm. Dreimal Tag und Nacht wurde im Game und jetzt wird es Tag. Ja, das aber ist es wird nicht mehr Nacht. Das ist schlimm. Und du bist so, fuck, es ist 6 Uhr morgen, ich muss gehen. Ja, das ist wirklich so, du checkst es wie, du bist die ganze Zeit irgendetwas am machen und plötzlich hittet sich so, Alter, es kommt, von irgendwo kommt Licht in die Wohnung. Fuck, es ist hell, Mann. Holy shit, es ist hell. Was hast du gemacht? Aber hast du das auch Arbeitstag gemacht? Ja, definier Arbeitstag. Aha, ja. Ja, gut. Ich habe das wirklich zu also, oft gemacht. Ich habe auch schon, bevor ich Comedy gemacht habe, ich nicht normale Jobs gehabt.
So, ich habe eine Zeit lang, eben klar, das erzähle ich auf der Bühne, dass ich mal in der Versicherung geschafft habe. So. Ja. Aber mein Hauptteil von meinen 20 Jahren war, dass ich Schauspieler war, was super ungesund ist. Weil dort hast du im Gegensatz zur Comedy hast keine Arbeit sonst. Das heisst, du probst und wenn du, dann, und wenn du dann spielst, dann musst du wirklich einfach nur im Theater aufkreuzen, auf die Bühne, die Texte sagen und dann ist fertig. Das heisst, du schaffst effektiv 2 Stunden am Tag. Das ist ja voll geil. Und hast Präsenzzeit 4 Stunden oder so. Ja, aber das ist bei Comedy genau gleich. Ja, aber bei Comedy, also ich habe huere viel zu tun sonst. Eben, nicht Stress. Nicht Stress? Ja, aha, ja, okay. Ja. Ach, stimmt. Weil du machst ja nichts drumherum um das Theaterstück oder so. Richtig. Du erarbeitest kein Material für das Theaterstück. Du musst auch keine Mails beantworten. Es will niemand etwas von dir. Stimmt. Du bist einfach ein Teil ein Mitglied von einer Gruppe. Weißt? Stimmt, Mann. Und das ist natürlich mit Abstand der ungesündeste Job. Das glaube ich. Für mich gesehen. Theaterschauspieler ist fucking ungesund gewesen. Das glaube ich. Ich habe auch nicht gut mit Freizeit umgehen. Ja, wirklich nicht. Also, du bist schon gut in Freizeit. Definier, was heisst gut mit Freizeit? Ja, weißt du, wenn du jetzt weißt, ich habe Freizeit, machst du etwas, wo dir etwas bringt oder etwas Produktives oder irgendwie etwas, wo dir Spass macht oder so? Oder vergeudest du deine Freizeit? Ja, es ist ja dann eben die Frage, ob es vergeuden ist oder nicht. Aha, ja, das stimmt. Ja, aber ich meine, bei mir ist es so, Ich game nicht. Also ich habe mir so vor einem Jahr eine PlayStation 5 gekauft, weil ich es gefunden habe, so ich gönne mir das jetzt. Yeah. Und zwischendurch kommen so Games raus, wo ich bin, boah, das will ich unbedingt spielen. Ja. Yeah. Und es gibt dann einfach so Tage, wo ich weiss, hey, heute habe ich nichts zu tun. Und dann bin ich einfach so 12 Stunden nur das am machen. Und während diesen 12 Stunden fühlt sich das fuhren geil an. Yeah. Aber nach diesen 12 Stunden bist du schon so, wow, Alter, du hast jetzt einfach 12 Stunden ein Videospiel gespielt. Fucking Loser, Alter. So. Es ist so schön. Und ich fühle mich dann wie so. Es macht mir mega Spass, aber irgendwie fühle ich mich dann auch schlecht. Also, meine Freizeit ist, ich liebe YouTube. Ah, ich auch. Und zwar wirklich. Das finde ich, ohne Scheiß, ich merke immer wie mehr, wie das ein grosser Teil von meinem Leben ist und mir wirklich auch Freude bereitet. Wichtige Frage: Hast du Premium? Ja. Ich auch. Beste Streaming-Service, was es gibt. Ich habe Premium. Ich finde es das Shit. Hey, ich liebe es. YouTube ist auch so. Ganz ehrlich, mir ist jeder Streaming-Dienst schon langweilig geworden, außer YouTube. Mhm. Weil du kannst wirklich einfach auf die Dings gehen, auf die For You-Page oder wie das heißt. Und einfach random halt Sachen anklicken und du wirst definitiv irgendetwas finden, wo du sagst, okay, von dem Format wollte ich noch 4 Sachen mehr sehen. Genau. Und dann ist einfach schon. Und dann ist es einfach irgend so ein Videoformat, das der Typ schon seit 4 Jahren macht. Und du kannst alles nachschauen. So viel zum Nachschauen. Yeah. Du sagst, oh geil, jetzt einfach noch 200 Stunden Material, das ich sonst noch schauen kann. Und das Geile ist, du hast Fernsehsachen dort. Ich meine, ich schaue Spiegel-TV-Dokus auf YouTube, weil es auf der easyste Zugang ist. Ja, fair. Aber gleichzeitig schaue ich auch effektive YouTube-Shows, wo zum Teil gut produziert, wirklich wie eine Fernsehsendung sind. Und zum Teil ist es wirklich einfach ein Dude mit einer Kamera. Kürzlich habe ich geschaut, wie der David Beckham koreanische Food isst. Mit irgendeinem Engländer, der seit Ewigkeiten in Korea lebt. Voll geil. Wie was, geil, Alter. Was brauchst du mehr? was ist dein peinlichster YouTube-Kink? Ah, eine Zeit lang, das habe ich mal dem Charlie erzählt, eine Zeit lang habe ich so nicht Mukbang, sondern so effektive Wettesser. Boah, nein, habe ich geschaut. Mann, das kann ich schauen. Und zwar wirklich irgendwie die eine mit ihrem Weltrekord, wie sie so eine Steak in irgendwie 40 Sekunden vernehmen. So, das ist so übel. Dann habe ich eine Zeit lang den Typ geschaut, so. Der mit Lehm irgendwie die mega Hütten und Pools baut. Irgendwo in so einem Dschungel liegt einfach so 37 Villen, weißt du? Irgend so ein Leu läuft dort um ein Land und geht in so eine 4-Zimmer-Wohnung und verhungert, weil er nicht mehr rauskommt. Schwimmt im Pool rum und denkt, wo ist der fucking Ausgang? Ich habe irgendwann mal eine Doku über die gesehen und da gibt es so mega Angst, dass sie voll ausbeutet werden von irgend so einem, wo so ihnen mega wenig Geld gibt für die YouTube-Videos. Ja, ja. Sehr logisch gibt es das. Wie immer, ja.
Aber die habe ich gerne. Aber darum, was das ist eine Zeit lang recht übel gewesen, ja. die Wettesser und so. Dort habe ich gemerkt, okay. Und eine Zeit lang, aber das ist mega schwierig, in den Algorithmus zu kommen, weil es ist so wie. Es ist so spezifisch immer, aber so wie so lange Memes. Weißt du, so wie so Halbminuten-Dinger. Und die findest du mega schwierig, weil das ist ja nicht ein spezifischer Channel. Ja. Sonst ist oft immer irgendjemand, der irgendetwas Lustiges sich überlegt hat. Zum Beispiel hast du mal David Guetta Ends Racism. Hast du das mal gesehen? Shout out to his family. Ja. Kannst du das mal machen? Dann kommt der Hamster-Song. Das ist zum Beispiel, irgendwann kommt das bei mir, oft auf die Startseite. Und es hat irgendwie schon 18 Millionen Views. Und ich so, okay. Oh mein Gott. Es wird immer wieder gelöscht und dann kommt es wieder. Ah, das ist ein anderer Song. Okay, ist egal. Das Original ist mit dem Hamster-Song. Ja. Aber es ist auch... Also weil dort ist es ganz perfide. Dort hat noch ganz leislich im Hintergrund, hörst du noch... I have a dream. Und der macht... Das ist auch so eine dumme Idee, Mann. Es ist so die größte Demos, die das Land je gesehen hat. Und er denkt sich so, also, weißt du, was fehlt dem Ding? Es ist wirklich krass. Von der Satire her, es ist so geil, weil er ist irgendwie auf dem Empire State Building, nehme ich jetzt mal an, und dann macht das Skyline und macht irgendeine von wahrscheinlich Emirates zahlte Millionen YouTube-Stream-Gig. Und das, was George Floyd in die Familie in dem Moment braucht, ist ein Shoutout von ihm, Mann. Aber er macht in seinem Kopf das Richtige. Also weißt du, kannst ihn nicht einmal verurteilen dafür. Du kannst jetzt sagen, nein, Leute sind sie wahrscheinlich auch zu ihm gekommen, so, hey, ja, mega big cool. up, oder? Mega cool, dass du deine Plattform nutzt. So, und dann eine Zeit lang bin ich reingekommen in alle die Curb Your Enthusiasm. So heißt die Serie, Curb Your Enthusiasm. Und dann hat sie halt wirklich so, weißt du, so Curb Your Racism und so. Ja, ja. Wo dann halt irgendwie... Jemand behauptet, ich bin nicht Rassist, und zwei Sekunden später sagen sie, es ist das rassistischste ever. Und danach sagen Leute so, aber das ist jetzt rassistisch gesehen. Dann fühlen sie sich auch ausreden und in dem kommt Abspannmusik. So, und die sind natürlich mega schwer zu finden. Ja, die musst du einfach Glück haben, dass er sie irgendwie reinspielt. Aber kürzlich habe ich einen entdeckt, den habe ich auch geliebt. Kennst du Walter Frosch? Nein. Oh, gib mal hier Walter Frosch. Walter Frosch? Was für eine Legende. Das ist auch einfach, das sind so kurze Clips, wo einfach so wie ein Sketch von A bis Z perfekt geschrieben ist. Ja, natürlich. Aber von vorne, unbedingt. Achtung, da ist gesehen, der hat 15 Millionen. Ah, der. Der Ausgleich. Ein anständiger Junge, ich kenne ihn jahrelang. Er hat immer sauber und fair versucht zu spielen. Da haben schon wir nur das? Zweifel dran. Wir wollen nur nachfragen, ob das in Ordnung geht, bis er hier das Ergebnis. Ja, alles in Ordnung. Das Ergebnis haben sie eigentlich verdient. Für die anderen, aber ich beide haben selber immer zulegen. Was haben sie da unten in ihrem Stutzen drin? Ist ja rennen. Das durchziehen? Nachher. Ja. Warum haben sie es dann mit auf dem Flügel? Ich bin schnell eingewechselt worden, da habe ich noch dabei gehabt. Okay, danke schön. So. Das ist alles einfach perfekt an dem Video, oder? Und darum, die sind ja nicht wirklich in irgendeinem spezifischen Algorithmus. Ja. Die muss man immer so ein bisschen finden. Es sind halt teilweise so alte Sachen, die einfach wieder aufgespielt werden. Also ja. Mit letztens im Büro sind wir auf irgendwie das, kennst du das? Zitat nicht. Schön ist das altes deutsches Meme, noch einmal so alte deutsche Memes ich mein, YouTube gesucht. TV Total ist ja quasi die Vorstufe gesehen, mit den alten TV Total Nippel, oder? Das sind hure viel, so wenn du so alte deutsche Memes Compilations und so schaust, sind hure viel TV-Total. Und wir haben halt noch damals, weißt du, über die Partyfoto-Dinger, dort hast du irgendwann auch Videos aufgetan. Ja. Und irgendjemand hat halt von irgendjemandem das Video gehabt. Ja. Dann hat man sich das geschickt, dann hat sich jemand dort aufgeladen und dann ist irgendwie eben also alte Fußballinterviews. Was denn mit dem Geld passiert, das sie überwiesen haben? Und dann so Frechheit, mich sowas zu fragen. Dreckschwein. Mein Lieblings von dem total ist gewesen, irgendwo so Jugendliche in einem Wald, ich glaube so Schreckschnussknarren. Und dann schießt er in so einen Baum rein. Pum, 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 macht so. Das ist
so dumm. Und ich bin wirklich als Kind vor dem Fernseher gesessen und habe gehofft, bitte drück's, bitte drück's, bitte drück den Knopf, bitte drück den Knopf. Kürzlich habe ich dir Janik einen gezeigt, wo mir wieder eingefallen ist, wo einer so auf der Straße interviewt wird. Und er ist so ein mega cooler Typ, oder? Und es fährt ein Velo vorbei und er sieht den Typ auf dem Velo. Und sagt, hey Marc, wer ist denn der Coolste hier? Du nicht! Der auf dem Velo, du nicht! Stimmt! So, oh Gott, da ist mir irgendwann wieder eingefallen. Wer ist der Coolste? Du nicht! Fahrt so weiter wie zum Velo. Ah, Mann, das ist schon Legende gewesen. Ich glaube, es ist auch der Fakt, dass du es halt wie nur so selten bekommst. Also, bei dir war total einfach gewesen. Also entweder drückt er den Knopf oder nicht. Yeah. Ich bin ja immer so aufgeregt gewesen, so, oh mein Gott, kommen neue Sachen, kommen neue Knöpfe, was haben sie das mal gesehen und so. Ich bin immer aber so das Traurige ist, dass, also jetzt läuft es ja wieder und es sind glaube ich immer noch die gleichen Knöpfe. Also weißt du, irgendwie so. Ich habe früher immer so gedacht, so, die haben so ein riesen Büro, wo, ich war als Kind gewesen, wo so mega viele Leute angestellt sind, wo einfach den ganzen Tag einen Sender schaut. Also jeder schaut quasi einen Sender und schreibt sich nachher das auf, was er sieht. Gut, sie haben schon ein Rechercheteam gehabt, aber es ist ja zum Glück, weißt du, nach einem Jahr hast du dann wirklich einfach genug Menschen, die dir sagen, was du musst. Ja, voll. Ich habe dort und dort die und die Sendung gesehen, checket mal aus, wie das Interview abgelaufen ist, oder? Das ist schon. Aber ja, früher natürlich, eben noch vor YouTube sind es oft alles die Videos gesehen, Leute, die irgendwie, weißt du, im Studio ohnmächtig werden. Weißt du, irgendwelche News-Moderatoren, die auf zu warten reden, sie oft so, und gehen so auf den Tisch und so. Oder die Mountainbike-Weltmeister, mit dem Jauch, wo er Mountainbike-Weltmeisterin oder so anseht und dann will sie so die Steine durchfahren im Studio und geht voll fress. Oder mein Liebling ist der Zauberer mit dem Nagel unter dem Becher. Und dann macht wirklich so eine Mega-Show draus und dann ist es effektiv der Falsche. Der haut voll auf den Nagel. Oder der Vincent Raven mit der Puppe. Du hast in mein Herz gestochen. Stich nochmal! Das ist auch im Fuß. Und das ist mein Herz. Ah, Fernsehen ist schon gut. Aber eben jetzt für die YouTube, es hat so viel, es hat alles. Ja. Also nicht nur so viel, es hat einfach alles. Ja, und du kannst wirklich so von einer Bubble zu der anderen. Also, ja, was ist denn die weirdest, was hast du gesagt, Kink, YouTube Kink? Im Moment bin ich mega in so einem Gameplay-Dings drin. Aber nicht so Games, die gerade so voll angesagt sind, sondern ich habe so einen YouTuber gefunden, der so Simulatoren spielt. Ja. Yeah. Und ich habe jetzt einfach die letzten zwei Wochen den Tankstellen-Simulator geschaut. Du bekommst einfach eine Tankstelle über. Du musst die aufbauen. Und ich bin wirklich so daheim vor dem Fernseher gesessen. Und schaust ihm zu, wenn er Tankstelle aufbaut. Ja. Yeah. Und er tankt einfach Leute und tut einkassieren. So einfach so. Meine Freundin ist so, also meine Frau ist so vorbeigelaufen und sagt, was schaust du? Ich so, Tankstelle am. Ist der? Es ist nicht das habe ich auch geschaut, aber das ist nur ein Five-Ding. Es ist noch realistischer. Ah. TM, irgendetwas heisst er. Ich glaube, es heisst Pumping Simulator 2. Aber das ist der ist es. Der YouTuber ist es. Nein, stimmt nicht. Pumping Simulator 2, wenn das eingehst, sollte er kommen. Und ich war wirklich so, hey, das Game kannst du einfach auch irgendwie auf dem Laptop spielen. Oh Gott. Ich will es einfach gar nicht spielen. Ich will, das dritte Video wäre es gewesen, ist Teil 1. Und du schaffst einfach auf der Tankstelle und am Abend gehst du heim und musst deine Frau Blumen bringen. das. Schau, dort hat es einen Spike, dort ist irgendein Highlight. Siehst du, das ist deine Tankstelle, die ist jetzt halt noch nicht so cool, weil du halt noch nicht investiert hast. Gehen wir zu dem Spike dort. Nein, der größere, vorher. Ja, da ist irgendein Highlight. Es ist dunkel, das heißt. Ah, da tut er, glaube ich. Du kannst eben auch Sachen bestellen auf Amazon, wie quasi. Das ist seine Frau. Und die bleibt auch den ganzen Tag dort und du kannst arbeiten und dann kommst du heim. So geil. Du musst aber mit dem Bus arbeiten. Ich habe früher noch, zum Beispiel Rollercoaster Tycoon und Theme Park. Oh, das habe ich geliebt. Ja. Yeah. Und was ich sterben lassen. Stundenlang gemacht habe, ist bei Rollercoaster Tycoon, habe ich einen mega schnellen Looping gemacht und dann einfach aufgehört bauen. Und dann habe ich einfach das Auto, also das fucking Achterbahnwägele, habe ich einfach dort abgesausen lassen. Einmal Looping und danach spickt es so weg mit 200 km/h und fliegt einfach so durch den Park und irgendwann crasht es. Grandios. Das ist aber, weil du es im echten Leben nicht ausleben kannst. Also im echten Leben kannst du es ja nicht machen. Ja. Yeah. Und dann kannst du das. Und bei mir ist es einfach so,
Er macht es mega unterhaltsam. Er hat auch so ein Gym-Simulator gespielt. Er ist eigentlich mega langweilig, aber er macht es unterhaltsam. Das ist so, oh ja, du die Preise von der Zigarette erhöhen, dann kannst du mehr rein und so. Und das ist irgendwie, keine Ahnung. Und meine Frau hat es wirklich gesehen und so, was machst du? Ja, gut, verständlich. Tankstellen-Simulator. Du kannst einfach auf die Tankstelle arbeiten. Es ist wie so, du verdienst wenigstens Geld. Ich so, nein, ich will nicht. Du kannst einfach bei der Tankstelle hier bei uns im Dorf schauen, wie sie es machen. Aber das ist nicht das Gleiche. Und ich habe, also wo das neue FIFA rauskam, bin ich mega so in dem drin gewesen. Und das ist auch so, FIFA, ich spiele das nicht online. Ich habe es früher mal online gespielt und habe viel zu viel Geld ausgegeben. Und jetzt soll ich nur so Karrieremodus spielen. Yeah. Und das ist auch, ich glaube, es ist sehr schwer, um von außen zu verstehen, wieso das Spass macht. Weil ich nehme es mega ernst, ich spiele es auf der schwersten Stufe und setze mir so, hey, look, so viel ist mein Transferbudget, yeah. Die Ziele muss ich erreichen. Und ich habe so Excel-Tabellen mit der Entwicklung der Spieler. Und für jemanden von, also die einzige Person, die das von außen mitbekommen hat bei mir, die ist meine Frau. Yeah. Und sie versteht die Welt nicht. Die sagt, was machst du? Und ich sehe so Excel-Tabellen und so, und ich muss so. Und sie so, du bist am Arbeiten. du bist legit am Arbeiten. Ich so, ja, aber weißt du, ich muss die Jugendakademie und so. Und oh nein, der Vorstand will mich entlassen. Und sie so, das ist ein Spiel. Du kannst einfach abbrechen, wenn du willst. Nein und so. Ich bin viel zu investiert in das. Aber es macht halt Spass. Aber von außen, ich weiß, ich sehe es aus, als wäre ich verrückt. Es ist halt, nein, ich verstehe es auch ein Stück weit. Ja. Und ich habe schon zweimal den Job verloren bei FIFA. Das aber, auch sehr traurig ist, dass du mal. Aber das, ist, aber das habe ich noch nie. Also, was bei FIFA? Und dann bist du der Trainer oder was bist du denn? Du bist halt der Trainer von der Mannschaft. Du musst halt so Transfer machen, das Spiel spielen. Aber gewinnen. Es gibt ja auch noch einen Football Manager. Mm. Das ist wie das. Also, Football Manager ist einfach nochmal viel komplizierter. Ja. Yeah. Football Manager, du das Spiel wie nicht selber spielen, sondern dort ist einfach viel taktischer. Aber das ist mir zu kompliziert. Das ist mir dann zu viel. Okay. Ich werde bei FIFA schon entlassen. Es ist wie so. Ich werde die ganze Zeit entlassen, es nervt mich. Mann. Aber es ist ja, hey, so ist das Fußballgame, gell? Ja, fair. Man wird immer entlassen. Fair. Was heisst es immer? Als Trainer musst du ja an etwas gewöhnen, entlassen zu werden oder irgendwie sowas. Fair. Vor allem heute, Mann. Das ist krass. Wie oft. Und es ist oft so, ich glaube, in keinem anderen Beruf könntest du noch einmal anfangen, was heisst, was ist bei den letzten 5 Stellen passiert? Gekündigt worden. Ich bin jedes Mal gekündigt worden wegen schlechter Leistung. Das und stimmt. Sie sagen, geil, bei uns kannst du anfangen. Das stimmt, das habe ich gar nicht so überlegt. Das stimmt, Trainer werden einfach wieder eingestellt. Ja. Spielt es keine Rolle, dass sie gekündigt worden sind. Nein, aber wenn du jetzt bei einer Bank, dreimal von einer Bank geschmissen worden bist, weil du keine Ahnung, irgendwelche, weißt du auch nicht, oder Hedgefondsmanager hat falsch. Ja, weil einfach Fehlentscheidungen gemacht haben. Weil die Performance nicht gestimmt. Ja, aber weißt du, die Mannschaft ist ja auch noch Teil davon. Es ist ja nicht nur der Trainer. Wenn wir sagen, ja, bei einem Chef sonst, oder bei einer Chefin, ist ja auch noch ein Team drunter, wo vielleicht alle Böcke gebaut haben. Das ganze oder? Unternehmen, ja. Das stimmt. Ich frage mich, wie so ein. Hat die echt so Zeugnis? Ja, gut, was stellt die aus? Der Präsident, oder was? Ja, die haben ja nicht Angst. Hat die echt so Arbeitszeugnis? Wahrscheinlich nicht, weil du siehst ja. Du kannst ja wieder zuschauen. Ja, aber ich meine, so von so einem. Was ist so. So von der Challenge League, dann schaut doch niemand zu. Ah, doch, zwar schon auch. Aber das ist ja, alle kennen sich dann. Dann muss halt irgendwie noch jemand, der ein gutes Wort kann einlegen kann, muss dann halt mal bei einem Probespiel, muss auch mal vorbeikommen und dann weißt du noch ein bisschen mit den Leuten reden. Sagen, wobei, das ist ein guter, stell dich ein. Wobei, es ist aber auch ein einfacher Job, um einfach deine Sachen verpacken und irgendwo. Also weißt du, sag mal, du hast so den FC Basel trainiert. Ja. Yeah. Und wirst gekündigt. Ja. Yeah. Du kommst doch easy an passiert Job. Sehr selten. Ja, zwei Wochen gefühlt. Du kommst ja easy einen Job irgendwo in Portugal. Voll. Und ich glaube, so Zweitliga Portugal zahlt auch gut. Und das ist eigentlich schon. Ja, wenn nichts mehr hilft, gehst du schnell auf Saudi-Arabien. So. Oder das, ja. Machst schnell ein Jahr, richtig Cash. Würdest du das machen? Nein. Nein, aber ich meine, ich bin so fern von dieser Welt. Also weißt du. Ja. Ich kann mir in der Theorie kann ich mir nicht einmal ansatzweise in das einleben. Ich kenne ein paar Leute aus der Fußballszene und ich verstand dann bei ihnen gewisse Sachen auch mehr und auch weniger. Aber ich bin so weg von dem Ganzen. Ja. Wir müssen wie, keine Ahnung, okay, wie war das? Würdest für, sagen wir, wirklich viel Cash? Sagen wir, eine halbe Million. 200 Stutz. Nein, jetzt wirklich. Eine halbe Million, okay. Halbe Million und für das spielst ein Jahr lang, sagen wir, 2 Shows pro Woche, spielst in der ganzen im ganzen deutschsprachigen Raum spielst
so Privatanlässe von der katholischen Kirche. Aber für eine halbe Million. Eben, es ist, ich glaube, es ist so ein bisschen das, viel, oder? Mann. Es ist, ja, es wäre komplett, es wäre das Schlimmste. Aber nachher denke ich mir auch so, mal zweimal in der Woche. Das ist noch so viel mehr Woche. Also weißt du, und das sind ja dann, sagen wir, du spielst eine Stunde, zwei. Ja, eine Stunde, sag mal eine Stunde. Zwei Stunden in der Woche leiden, für eine halbe Million. Aber du bist dann halt auch noch, du bist dann auch nicht wirklich daheim, sondern du bist dann halt, Tag bist du in Bad Salzuflen. Der andere Tag bist du irgendwann in Österreich, ja, so Vorarlberg. Das fände ich, glaube ich, fast schlimmer an dem, dass es der ganz deutschsprachige Raum ist. Und ich glaube, das ist eben das Problem mit irgendwie mal ein Jahr auf Portugal oder eben Saudi-Arabien. Alter, ja. Was machst du die ganze Zeit sonst in Saudi-Arabien, wenn du nicht ein Fußballteam trainierst? Was machst du denn? Du hast dann irgendwelche Scheiche, wo die überall zu irgendwelchen Essen einladen. Ja. Und also, aber ich behaupte jetzt mal, du wirst nicht einen tollen Sozialkreis aufbauen. Nein. Ja, das stimmt schon. Es ist ein bisschen Mann, es gibt so. Es gibt so zum Beispiel so bei meinem Ronaldo, ganz sicher verstehen ist. Bei macht Sinn, der hat ja dort Familie mitgenommen und so irgendwie. Aber jo, dann gibt es noch andere. Wie viel verdient er? Irgendwie eine halbe Milliarde oder irgend sowas? Ich glaube es, ja. Das ist ja abartig. Also so wirklich. Ich glaube es gar mehr im Fall. 600 Millionen, irgend sowas. Irgend so etwas, ja. Für ein Jahr. Für zwei Jahre. Ja, einfach. Aber dann gibt es eine andere Geschichte, da ich glaube, der ein Spieler, ich weiß nicht welcher, hat glaube müssen, sind müssen irgendwie das Gesetz anpassen oder irgendetwas, oder hat müssen seine Hunde dort lassen, weil Hunde sind ja dort nicht erlaubt. Dann ist auch so, okay, nein, warte. Ich in meinem Fall jetzt als Normalverdiener, ja, wo... Nimm das Mikrofon bitte haben. Sorry. Nein, das Mikrofon läuft bitte haben. Ich in meinem Fall jetzt als so Normalverdiener würde das machen für die 500'000. Aha. Aber wenn ich schon Profifußballer wäre und eigentlich schon so viel Geld auf der Seite hätte, dann würde es mich anschiessen. Also dann wäre es so, boah, ganz ehrlich. Aber weißt, sind die 500'000, also weißt du, ist es das jetzt wirklich wert? Aber man hört ja immer von Leuten, die wirklich, sie haben so viel Geld, dass sie eigentlich keinen Tag mehr in ihrem Leben arbeiten müssen und sie haben trotzdem Existenzangst. Weil ich glaube, das interne Gefühl, wo man hat, ob man jetzt nur 1 Stutz auf dem Bankkonto hat, oder man hat 5 Millionen auf dem Bankkonto, oder man hat 50, oder man hat 500. Was auch immer. Irgendwie geht es mehr darum, dass man das eigene Gefühl ändert, als effektiv die Zahl, die auf dem Konto ist. Oder? Das heisst, ich kenne Leute, die wirklich immer noch verzweifelt Jobs annehmen, weil sie Angst haben, in einem Jahr passiert sonst nichts mehr, aber sie haben genug, dass sie nie mehr arbeiten müssen. Weil sie sind das eigentlich schon 70. Weißt du so? Ja, aber das verstehe ich nicht. Also ich weiß, vielleicht, weil ich nicht in dieser Lage bin, aber das geht mir nicht in den Kopf hinein. Ich finde es ab einem gewissen... Ich weiß aber nicht, wie es ist, wenn es denn so wäre, oder? Weil das Schlimme ist, ich schaue dann jedes Jahr, wenn ich muss fucking Buchhaltung machen für meine Steuern, und ich schicke es einem Buchhalter und bla und bla, und dann kriegst du eine Auflistung. Und dann machen sie immer so den Unterschied zum Vorjahr. Weißt du, mit jeder Position irgendwie, keine Ahnung, Ausgaben in diesem Bereich und Einnahmen in diesem Bereich und bla und bla, so, oder? Und dann schaue ich das an und dann merke ich, de facto habe ich jetzt irgendwie doppelt, wenn nicht sogar dreifach so viel verdient wie vor 7 Jahren. Aber es fühlt sich kein bisschen anders an. Aha. Weil alles drumherum passt sich auch an. Natürlich sind meine Ausgaben auch mehr, weil ich mache natürlich mehr Werbung, meine Kosten für eine Show sind höher geworden, weil ich noch Supports dabei habe und eigene Techniker an vielen Orten und so weiter und so fort. Weißt? Also irgendwie all das wird dann auch mehr. Das fühlt sich nur gleich. Und ein Kollege von mir, der einen sehr guten Job hat und dann noch einen besseren Job gehabt hat, hat gesagt, er hat keinen Unterschied gemerkt. Und man weiß nicht wie, aber das Geld ist trotzdem irgendwie weg. Dann ist noch progressive Besteuerung. Das heißt, du zahlst ja auch wirklich mehr
Ist es vielleicht auch so, dass du unbewusst deinen Lebensstandard auch einfach erhöhst? Ja, aber wahrscheinlich eben nicht einmal so viel. Nicht so, dass du merklich etwas spürst. Und darum weiß ich halt nicht, wie es ist, wenn es noch weiter wird gehen, noch weiter wird gehen, oder? Ja, es ist wahrscheinlich schon genau gleich, Mann. Ich finde es einfach brutal so. Das finde ich so eine Sache, so, okay, wenn ich jetzt so, keine Ahnung, halt Fußball oder halt Comedian, weißt du, so, die ganzen Amis und so, die verdienen ja die Beträge. Und ich bin jetzt so 45 und ich habe jetzt so gut Geld auf der Seite und ich verdiene gut und so. Dort sage ich so, das macht mir weniger Angst, so dann so sein, okay, ich will trotzdem weitermachen und so. Ich glaube, dort könnte ich easy gut so abschalten mit dem Sinn, hey, look, ich mache es jetzt so lange, wie es mir noch Spass macht und so, und ich muss jetzt nicht jetzt die Arena jetzt 6-mal ausverkaufen, es würde mir auch länger 3-mal, Hauptsache ich habe meinen Spass. Aber was ich schlimm finde, ist, wenn so, keine Ahnung, jetzt muss halt wieder Fußball bringen, so ein Kylian Mbappé oder so ein Jude Bellingham oder so, oder vor allem der Mbappé. Also was ist der, 22 oder so? Der Dude ist einfach Weltmeister, glaube Europameister, was weiß ich, der hat einfach schon alles gewonnen. Ich glaube auch schon Vater, ich glaube es nicht. Gar nicht, es gibt einfach so Fußballer, die sind so 21, haben die Ligas jenste Mal schon gewonnen, jenste Pokal, jenste alle Auszeichnungen hin und her, haben Millionen von Millionen gemacht, haben schon 3 Kinder, die sind so 21. Also was machst du noch? Also nicht. Ich habe irgendwie das Gefühl so, du hast jetzt irgendwie alles schon, jetzt pflanzt noch einen Baum und du hast eigentlich alles durchgespielt, was so im Leben durchspielen musst. Das ist ja erst krasse, ich meine grundsätzlich Sport, aber vor allem Fußball, weil mit 35 bist du ja wirklich langsam am Ende von deiner Karriere. Ja. Du bist 35, ich bin bald 35. Eben, und das ist einfach so, du packst alles dort rein und danach, und viele überlegen sich ja nicht, was nachher passiert. Ja. Also der Benny Huckel hat sogar ein Business aufgebaut, mit effektiv Leuten aus dem Fußball und grundsätzlich aus dem Sport zu beraten, mit genug freien Plan machen für nachher, oder? Ja, vor allem so Leute, die in kleineren Ligen spielen. Und, also genau. Ich kenne einen, der spielt in der bulgarischen, der hat in der Schweiz gespielt. Ich glaube, er spielt jetzt in der bulgarischen Liga. Der verdient gut, also so gut. Für die Verhältnisse dort eh brutal gut. Und draußen für einen Schweizer Lohn, muss ich sagen, so ein geiler Schweizer Lohn. Ja. Yeah. Aber nicht so viel, dass der sich jetzt so viel Geld auf die Seite legen kann, dass der mit 35, und er hat so ein paar Verletzungen gehabt, dass der so mit 35 sagen kann, hey, easy, jetzt langt's. Ja. Yeah. Und er hat auch schon 2 Kinder. Und so, das ist schon so, was machst du denn? Ja, das Krasse, vor allem im Fußball ist ja, du hast pro Mannschaft, hast, sag mal, in einem Kader. Sorry. In einem Kader, oi, Achtung. In einem Kader hast du irgendwie 20 Leute. Trainerstaff sind aber irgendwie 4. Ja. Das heisst, auf alle die Spieler, die aufhören, kann irgendwie nur jeder Vierte oder Fünfte kann dann irgendwie im Fußball weiterbleiben. Genau, in der Trainerposition irgendetwas machen, oder? Das finde ich schon sehr absurd. Und für das musst du jetzt erst noch geeignet sein. Genau. Also, weißt, nur Fußballer sein heisst ja nicht, dass du. Es gibt ja viele Trainer, die einfach katastrophale Fußballer sind, aber einfach gute Trainer sind. Richtig, weil das kommt dann noch dazu. Es gibt ja dann auch noch Trainer, die eben nicht mal Fußballer gesehen sind, oder gute. Und Experte, so im Fernsehen gibt es ja noch viel weniger. Und da musst du ja dann wirklich auch eine völlig andere. Und du musst auch ganz andere Disziplin, Sachen mitbringen. Ja. Genau, eine völlig andere Disziplin beherrschen. So, oder? Das ist schon krass. Ja, keine Ahnung, man. So Zeugs macht mir an. Ich habe so das Gefühl, so in dem, was wir machen, also ich denke vor allem als Comedian und so, oder halt jetzt so halt, keine Ahnung, kannst du irgendwie schon, kannst du mit 50 eigentlich immer noch machen. Voll. Also wahrscheinlich also, bist du dann noch lustiger, weil du einfach noch. Ja, noch das ist, also ist sogar das Ziel. Also das ist ja genau das Gegenteil. Wenn du willst ja auf keinen Fall, als Comedian willst du auf keinen Fall mit 25 pieken und sagen, jetzt ist die beste Zeit. Und nachher muss ich dann halt schauen, was ich mache, sondern du schaffst eigentlich aufs Gegenteil an. Und das ist ja zum Glück auch etwas, wo mit der Zeit mir hoffentlich besser wird. Das ist schon ein Luxus, den wir haben. Mega! Das eben kannst du sagen, ah, fuck so, eben mit so 30 bis 35 fängt es erst richtig an. Dann spürt man, dass mal etwas passiert. Und irgendwie in der Leichtathletik würde es heißen,
Ja, das wird deine letzte Olympiateilnahme. Ja. Kannst du noch ein Stück tragen, die Stangen, um da drüber zu gumpen. Ich glaube, bei uns ist so einer von den wenigen Berufen, wo einfach auch mit dem Älterwerden einfach auch von dem profitieren kannst. Also weißt du nicht, so kann ich so, ich glaube so zwischen 30 und 35 und 35 und 40 erlebst halt so andere Sachen im Leben, die du dann halt auch erzählen kannst. Ja. Yeah. Das ist schon nice, man. Aber es wäre halt auch irgendwie geil, mit 21 schon Multimillionär sein und das Leben. Du musst halt handeln können. Also weißt du, in dieser Beckham-Doku siehst du ja, dass wo er anfängt Geld verdienen, dass er alles sofort verbrotet. Sein Glück ist, dass er einfach nachher noch mehr Geld verdient hat. Ja. Aber es gibt ja ganz, ganz viele traurige Geschichten, wo einfach, du hast einmal wirklich einen fetten Paycheck gekriegt und dann hast du den verbroten. Hast du das Video mal gesehen, wo der Shaquille O'Neal erzählt, wenn er an einem Tag $1 Million ausgibt? Jo, Mann. Aber Shaquille O'Neal ist halt... Aber so denken noch viele. Ja. Das ist das, wo eben... Ich war auch so gesehen. Halt zum Glück auf einem kleineren Betrag. Ja. Wo ich bei der Versicherung geschafft habe. Natürlich habe ich es angekriegt, das Geld jeden Monat rauszugeben. Und ich habe nicht gewusst, wie, aber ich habe es geschafft. Ja, aber es ist halt anderes Geld. Eben. Ja. Es sind halt nur ein paar tausend Stutz. Und dann hast du auch noch nicht an die Steuern gedacht und all das Zeugs. Und das holt dich dann auch ein und das ist dann auch scheiße. Aber es ist etwas anderes, wenn du 1 Million in der Hand hast und du sagst, und geil, ja, ich kaufe jetzt Sachen für 1 Million. Und dann kommen die Steuern. So, hey, du hast nicht 1 Million. Kannst du 37 Toaster zurückgeben aus Steuern zusammen? Und das ist natürlich. Und darum, wenn du noch nicht kannst handeln kannst, dann lieber nicht. Du musst gut beraten sein. Das ist so eine Hip-Hop-Krankheit im Fall. Das ist jetzt zeitlang so, wo so Deutschrap langsam so aufgekommen ist und so anfängt, so wirklich so alles auseinandernehmen, Streaming, hast du so viele Leute gehabt, die einfach von ihren Labels so 200'000 Vorschuss kassiert haben, um das Album machen. Yeah. Und dann haben sie zuerst mal für 180'000 ein Auto geholt und sind für 20'000 ein Wochenende feiern. Und dann ist so gewesen, fuck, ich muss einen Produzenten zahlen. du möchtest nicht gratis Beats für mich machen? Hey, ein Album abmischen kostet 30'000 Euro. Oh, yeah. Upsi. Und es gab verdammt viele, die einfach untergegangen sind, Mann. Und das weisst du, das habe ich nur erfahren, weil ich halt so Podcasts gehört habe und so YouTube-Videos. Aber das weisst du, ich habe das Gefühl gehabt, wenn du Rapper bist, dann kommt so ein Label zu dir und sagt, hey, du rappst mega gut, mach mal ein Album. Und dann, wenn du das Album verkaufst, bekommst du einen Teil und wir bekommen einen Teil. Dabei läuft das einfach so. Hey, wir geben dir jetzt Geld, mach mit dem, was du willst. Aber wir wollen es dann zurück. Das ist so. Aber das ist ja mit grösseren Firmen in Deutschland ist das ja so in der Comedy. Dort gut zu wissen. Ja, aber ohne Scheiß. Es ist wirklich sogar wichtig zu wissen. Weil du kriegst einen Knebelvertrag, wo sie dir einfach mit Geld locken, wo sie dir sagen, ich erfinde jetzt einmal eine Zahl, 50'000 Euro, vielleicht auch 100'000, vielleicht auch noch 20, völlig egal. Ja, aber auch schon 20 ist so eine Zahl. Eben, das ist oft so eine Zahl. Oder? Und sie sagen so, hey, das kriegst du jetzt einfach schon mal. Und dann denkst du, oh, geil. Im Kopf habe ich das schon ausgegeben. Eben, geil, ich mach das. Und dann hast du aber einen Knebelvertrag, dann bist du gebunden an die Firma und dann schicken sie dich an die weirdesten Shows, wo du quasi nichts verdienst, weil das ist Teil vom Vertrag, du hast ja schon Geld gekriegt, das ist Teil vom Aufbau. So, und dann bist du vielleicht auf dem Plakat zwar zu sehen und spielst einen 1500er Saal, aber du hast nichts verdient. Ach, krass. Und so weiter und so fort, oder? Und das Gleiche ist genauso mit, wenn es nicht um eine Tour geht oder eben um Aufbau, schon nur, habe ich mal ein Angebot gekriegt, mein Solo an einen Streamer zu verkaufen. Und es war nicht Netflix gewesen. So. Einfach Deutsch, Solo, und du weißt, es ist in irgendeiner Datenbank, wo man es nie wird sehen. Krass. Und sie haben mir 10'000 Euro angeboten. Wie lange ist das her? 5 Jahre, 6 Jahre. Ah, fuck, aber das... Wow. Ich wüsste im Fall nicht. Ja, aber jetzt kommt es eben. Danach musst du halt mal den Vertrag genau anschauen. Und danach ist es wirklich... Das Material ist rechtlich dann rein. Sie haben Verwertungszweck, sie können damit machen, was sie wollen. Das heisst, du gibst deine Rechte ab an deinem eigenen Material. So. 5 Jahre, eigentlich nur 2'000 Schutz pro Jahr. Und genau, sie haben das für 5 Jahre und das ist exklusiv auf dem Streaming-Dings, bla bla bla. Und du darfst von dem ganzen Material, das ist eine Stunde,
Also es ist Stundmaterial. Das heißt, eigentlich schaffst du ja eigentlich wirklich jahrelang, ja, damit du eine wirklich geile Stunde hast, bla bla. Und 15 Minuten davor darfst du bei anderen Sendungen performen. Ah, du darfst dann auch nicht mehr spielen bei anderen Sendungen? Nope. Ah. Weiss ich, ja, aber das ändert das Ganze. Gehört rechtlich hin. Das ändert das Ganze. Das heisst, darum musst du mal achten, es gibt ein paar von deutschen Comedians, die immer das gleiche Set am Fernsehen spielen. Ja. Und das ist einer von den Gründen. Weil das haben sie oft entschieden, das sind die Minuten, das sind die besten Minuten von dem, wo ich darf. Ja. Ach krass. Und dann spielen sie halt das und spielen das und spielen das und spielen das. Ja, siehst, man, so, aber weißt du, so scheiße. Gut, ich bin eh noch nicht irgendwie dort rum, dass mich das könnte so betreffen, aber so scheiße weiß ich einfach nicht. Also wenn es dann niemand sagt, weiß ich das einfach nicht. Ich, genau, verstehe. Also ich sage auch, wenn ich halt, wenn jetzt jemand zu mir kommen würde oder vor 2 Jahren, 3 Jahren kommen würde und gesagt hätte, hey, schau da, 200'000, machst du ein Solo-Programm. Siehst du, was ich gemacht habe? Hast du 200'000 Stutz ausgegeben? Oder halt machst du ein Rap-Album? Siehst du, dass ich 200'000 Stutz ausgegeben? Und dann hätte ich so, fuck, was mache ich? Dann wäre ich ins Büro gearbeitet, um mein Rap-Album zu finanzieren. Das ist ja wirklich krass. So, jetzt kommt der komische Teil, wo ich schnell die Folge unterbreche. Für die wichtige Durchsage, alle, die es schon gehört haben am Anfang, danke, dass ihr immer noch hört. Alle, die überspult haben, die hören es jetzt zum ersten Mal. Ab dem 31. Dezember 2023 ist mein letztes Soloprogramm Standoff in voller Länge und gratis auf YouTube zu sehen. Bitte schaut, bitte gebt ein Like, bitte teilt, damit das Ding auch ein paar Views kriegt. Mein Ziel ist, bis 1. Februar 10'000 gar nicht zu kriegen und das geht sicher nicht ohne eure Hilfe. Darum jetzt schon danke vielmals und weiter geht's mit der aktuellen Folge. Das mit der Leila habe ich es mal davor gehabt. Am besten deine Karriere starten kannst eigentlich, wenn du effektiv noch 100% Job nehmen hast. Weil dann hast du etwas, wo du nachher für Jahre nicht mehr wirst haben. Du hast in dem Moment noch Budget. Das heisst, wenn du sagst, keine Ahnung, ich schaffe 100% im Büro, aber ich schaffe jetzt jede freie Sekunde an meinem ersten Solo, dann kannst du effektiv das Geld, das du immer noch verdienst im Büro, kannst du nutzen. Dann kannst du sagen, geil, ich kann jeden Monat 1000 Stutz auf die Seite legen für mein Solo. Und danach kannst du mit dem irgendwie, falls du es brauchst, irgendwie Regie holen, kannst irgendwie geile Fotos machen, machst ein richtiges Plakat mit den richtigen Formatadaptionen, damit es auch auf jedem scheiß Social Media Ding mittlerweile richtig aussieht und so weiter und so fort. Weil all das wirst du nachher Ewigkeiten nicht mehr haben. Ja. Was aber auch verdammt crazy wäre, ist einfach so am Morgen aufstehen und sagen, ja, weißt du was, ich könnte jetzt und ich werde Comedian. Das muss auch so. Ja, aber es ist, also, ja, ist jetzt das, was ich gemacht habe. Wirklich? Ja. Bist du wahnsinnig? Nein. Ja, aber, also nein, aber ich meine, du hast ja vor dem schon irgendwie so comedy-technisch und so schon. Ich meine, so einfach aufstehen und sagen, ich könnte jetzt meinen Job und gehe heute Abend an das Open Mic zum ersten Mal in meinem Leben. Das so, ja, da, ohne Zwischenschritt, ja. Yeah, das wäre ja völlig. Ja, du hast halt genug Stutz, wenn du eben wirklich auf die Seite gelegt hast, wenn du sagst, ich könnte mit, eben, ich habe mir selber die Vorzahlung gemacht. Das ist einfach, ich meine, es gibt ja Leute, die dir ab und zu dann so sagen, ich weiss, wenn ich morgen könnte ich 2 Jahre überleben. So, wie sie oft wissen, so viel Stutz habe ich, dass ich auch oft ohne Job und ohne neue Einnahmen könnte ich auf die Touren kommen, oder? Ja. Ich bin nicht ein von denen. Ich auch, und definitiv nicht. Nein. Ich habe auch etwas bekommen, ausgegeben. Was ist das Erste, was ich kaufen würde, wenn du jetzt einfach so einen fetten Paycheck bekommst? So ein 50, 60'000 Franken Paycheck. Ja, das ist noch nicht so fett. Wow! Nein. Ach. Sagen wir 50'000. Ich finde so, wenn 200'000 sagst, ist das Auto zu einfache Antwort. Ich finde 50'000 ist so. 50'000? 50'000 und du darfst 5 Sachen kaufen. Okay, also. 49'000 in Bitcoin. Dann ist ein Bitcoin. Oder ein halber. Genau. Weil es wird sicher mehr. Ja. Jetzt musst du eben einsteigen. Ist immer so. Nein. Ich glaub, wirklich, die müssen nicht teuer sein, aber wirklich eine geile Reise. So. Ja. Das war wahrscheinlich wieder mal. Safe. Ich würde, glaube so unnötige elektronische Sachen.
so Handy und übertürte Kopfhörer. Und vielleicht so ein, keine Ahnung, ein Fernsehbruch. Handy, übertürte Kopfhörer. Was heisst übertürte Kopfhörer? Das sind schon die AirPods Max, Mann. Die Apple-Kopfhörer für 7 Millionen Stutz. Und nachher auch eine fette Reise. Aber so richtig so. So ein Reise und so lang, dass Leute wirklich so genervt sind ab dir. Ja. Yeah. Also, so kommst du mit deinen scheiß Insta-Stories. Also jeden Tag Good Morning von Kanye West und irgend so ein. Ja, ja, genau. Aussicht. Wieder so, im Jacuzzi. Ja, dass Leute wirklich so sind, so, ja, ja, ist ja gut, man hat es verstanden, du bist in der Ferien. Genau. Und dann nachher auf dem Kamel. Und ja, und über, weißt du, dann also plötzlich in einer Stadt und dann doch wieder am Meer und oh mein Gott, da ist immer ein Iglu. Genau. So, einfach Leute stressen. Aber was ich eben nicht würde machen, ich würde dann nicht, weißt du, zum Beispiel in Thailand kannst du, also an vielen Orten natürlich, aber habe ich damals noch gesehen, als ich in Thailand gesehen bin, haben wir irgendwie so einen Bungalow gemietet, Kollege und ich. 50 Stutz die Nacht. Und es war voll geil. Du hast alles, was du brauchst. Du hast eine kleine Küche, du hast dein eigenes Schlafzimmer. Wow. Und du bist so. Was würdest du so machen? Eben, das kommt. Und dann hast du gerade nebenan hast ein Resort, wo irgendwie die Nacht 1500 Stutz kostet. Aber es macht keinen grossen Unterschied. Weißt also, das können wir jetzt aber streiten. Also, ich glaube, so ein Resort-Bett mit 24-7 Zimmerservice und Buffet. Es ist aber nicht im Verhältnis, es ist dann nicht das Geld wert dort. Hingegen, ohne Scheiß, hingegen in London würde ich dann schon ins bessere Hotel gehen. Wieso? Weil der Unterschied von 50 zu 1500 ist so massiv. Ich würde eben in der Stadt eher das schlechtere Hotel nehmen. Weil ich bin so. Ich bin, wenn so Städtereisen, bin ich mega gern, mega cheap. So, gib mir irgendein Ranchzimmer. Das schaffe ich aber nicht mehr. Und essen wir einfach 1 Dollar Pizza, Fastfood und so. Das schaffe ich nicht. Hauptsache Stadt gesehen, Stadt erleben, yeah, viel gesehen, viel draußen sein. Aber so mehr, so, hey, gib mir den privaten Pool. Klar, können wir jetzt nicht leisten, aber dort, ich würde jetzt eher am Meer das Resort nehmen und in der Stadt einfach ab der Abstellkamera. Aber eben das Resort ist, also dort, wo ich gesehen bin, es hat nicht einen grossen Unterschied gemacht. Ja, es dann ist wirklich, ist schon. Es ist nicht wert, das kann nicht, ob ich das 300-fache zu zahlen. Ich weiß gar nicht, ob ich das, ja egal. Wir sind, wann ist das gewesen? Weißt du noch, wo alle kritisiert worden sind, dass sie auf Spanien und so gegangen sind während der Pandemie? Was auf Spanien? So, wo die Leute aus der Ferien zurückgekommen sind und gesagt haben, jetzt sind all die Sommerferien gemacht haben, in den Intensivstationen. Ah, ja. Yeah. Dann bin ich eben auch gewesen. Wo bist du gewesen? In Mallorca. Ah, wirklich? Aber ich habe kein Covid bekommen. Und wir haben einfach auf Malle gehen. Ich war so hure lange nicht mehr am Meer gewesen und ich habe einfach gebraucht, aber so gehen wir einfach so 2 Wochen Mallorca. Weil es war hure günstig gewesen. Wir haben so ein Hotel gefunden, so wirklich so ein bisschen versteckt. Mega Hotel, so wirklich so Luxus. Es war so günstig gewesen, weil halt einfach Spanien immer noch so recht strenge Covid-Regeln hatte, mit so wegen dem Einreisen und, yeah, und überall mit Maske rumlaufen und so bla bla. Und darum ist es, glaube ich, so günstig gewesen. Das Hotel war so krass gewesen, das Essen ist so krass, der Pool, alles so, ist so mega privat gewesen und so. Ich habe es so genossen. Und während wir dort waren, haben wir gesagt, hey, weißt du was, nächstes Jahr gönnen wir uns das wieder. Ja, Mann, nächstes Jahr, das wird jetzt unser Ding. Wir kommen jedes Jahr kommen wir hier an, das wird unser Ding. Und dann hat es 3000 Stutz pro Nacht gekostet. Alter! Ein halbes Jahr später habe ich mal reinschauen zum Buchen. Und es ist dann voll ungelogen 8-mal so viel gekostet. Yeah. Es ist nicht zahlbar gewesen. Yeah. Also nicht so, oh, das ist jetzt ein bisschen teuer, aber leisten wir so. Nein, es ist wirklich so, ey, das kannst du nicht zahlen. Yeah. Es ist einfach irgendwie 2 Wochen, glaube ich, irgendwie 9000 Stutz gekostet. Ein, den ich kenne, der ist immer auf Mykonos. Bin ich noch nie gesehen. Jedes Jahr ist er irgendwie auf Mykonos und die haben alle ein bisschen Stutz und so. Und dann sind sie immer an die eine, keine Ahnung, Beachclub, Restaurant, bla bla. Und dann haben sie dort immer irgendeine Lounge genommen. So. Ja, und Flaschen zum so. Und wo sie das irgendwie das erste Mal gemacht haben, vor 15 Jahren oder so, hat es irgendwie, weiß doch auch nicht mehr, ich übertreibe jetzt, glaube ich, noch. Ich glaube, es sind 500 gesehen, aber sagen wir mal 800 Euro pro oben kostet. Und dann bist du aber irgendwie eine Gruppe von 10 Leuten und so. Und denkst, okay, 80 Stutz, dafür haben wir irgendwie ganz oben. Ja, fair. Bla bla. Gute Rechnung. So. Das kostet jetzt mittlerweile 15.000.
Genau das Gleiche. Genau der gleiche. Genau der gleiche Service. Oh, und über den, den ich kenne, ist mit dem Chef dort schwätzen. Irgendwann hat er gesagt: Alter, was läuft da? Also, hey, look, es ist ganz simpel. Es ist trendy geworden. Ich habe gemerkt, ich kann mehr verlangen. Und ich habe gemerkt, ich kann immer noch mehr verlangen. Und jetzt bin ich gerade bei diesem Preis. Und ich habe jeden oben immer voll. Warum sollte ich es nicht machen? Ja, ja. Eben, und das ja, ist so. Und du denkst so: Ich verstand ihn. Es ist aber auch super scheiße. Es ist so beschissen. Es ist so. Es ist einfach wirklich. Das ist etwas vom Nervigsten, was es gibt. Und das sind einfach Sachen, die keinen Sinn machen. Bist du schon mal in so einer Lounge gewesen? Aber jetzt eben, komm. So, und jetzt noch schnell, zum den Kreis schließen. Und so ist es, wenn du jetzt in Thailand statt um 50 Franken ja. Bungalow das Resort nebendran nimmst, wo sie wirklich nur machen, um einfach westliche Touris abzocken. So. Ja. Weil, genau das. Natürlich, das ist ja das Schlimme. Ich meine, alle Menschen, die dort arbeiten, die verdienen einen normalen thailändischen Durchschnittslohn. Ja, das spielt keine Rolle. Es ist nicht so, dass die von denen 1500 einen schönen Prozentteil kriegen, weil sie dort arbeiten. Nein. Also weißt du, das kommt ja noch ja, dazu. Ja, das ist sowieso voll gut. Also, irgendein fetter Ami, der mit 70 gefunden hat, er geht jetzt auf Thailand, der hat auf so einen riesen Tempel angebaut, weil er irgendwie, keine Ahnung, Industrie geschafft hat, in der fucking Bauindustrie. Ja, eigentlich ist es schon groß. Weißt du so? Ja. Ich übertreibe jetzt wahrscheinlich ein bisschen, aber... Ja, nein, aber es ist wahrscheinlich genau das im Fall. Das Ding ist, ich check das, bist du schon mal in so einer Lounge gewesen? Ja. Yeah. Ich bin mal mit einem ehemaligen Mitarbeiter, haben wir so einen Wettbewerb gegeben, internen, und wir haben das gewonnen und haben können auf Ibiza. Ja. Yeah. Es war alles gezahlt und die Organisation, also das Büro, das das organisiert hat, hat halt auf den Auftrag bekommen, uns ein geiles Ibiza-Wochenende zu organisieren. Die haben das oft gemacht für diesen Arbeitgeber. Und wir haben ins Ushuaia können. Yeah. Das ist so ein riesen Open-Air-Techno-Club, yeah. House-Club, was auch immer. Das ist ja David Guetta auch immer. Ja, und der an hat, dem Abend war der Calvin Harris. Gewesen. Der ist auch immer. Und David Guetta ist cool. Immer. Und David Guetta hat übrigens Rassismus beendet. An dem Abend, wo ich war. Seitdem fühle ich mich auch null rassistisch behandelt. Sehr gut. Und wir sind an dem Abend dort an und haben halt so eine Lounge gehabt. VIP, Master, bla bla bla, pipapo. Wo der Calvin Harris aufgelegt hat. Nice, und wir sind dort reingelaufen und ich so, dachte so, krass. Also krass, wirklich so, hey, open, was du hast eigene Kellner, die mischen, was du willst. Das ist so Shisha geben, die 200 Euro kostet und so. Also wirklich völlig. Völlig blöd. Yeah. Neben uns in der Lounge ist irgendwie Kevin De Bruyne und Virgil van Dijk gesessen. Ah, wirklich? Umzingelt von Securities. Aber wir haben sie so können fotografieren und es war so cool gewesen. Und dann habe ich mit dieser Frau angefangen und sie hat ein bisschen getrunken, die Organisatorin. Mhm. Die war 50 gewesen. Das war ihr Leben gewesen. Einfach für Firmen das organisieren, yeah, und mitgehen. Sie war 50 gewesen und hat sehr viel mit unseren Chefs getrunken. Und irgendwie sind wir so alle so im Kreis gestanden und haben so mit ihr geredet und ich habe so gefragt, hey, ganz ehrlich, was kostet das da jetzt, die Lounge? Mhm. Sie so, ja, es sind 4 Lounges, pro Lounge 30'000. Und ich habe fast gekotzt. Also 30'000 Stutz. So, das macht keinen Sinn. Mhm. 30'000 Stutz. So, ich habe wirklich gesehen, ich habe rechnen, so eben 4 Lounge, 30'000, das heisst 120'000. Mhm. Wir sind so und so viele Leute. Boah, gern das doch ein Bonus, Mann. Ich hätte lieber ausbezahlt bekommen, als dort sein. Weil alles, was ich kann, ist ein Kater und schwummerige Bilder. Ja, yeah, ja. Yeah. Ich habe nichts von dem gehabt. Also, weißt du, ich hätte auch wirklich einfach können dort in der Mitte stehen und Calvin Harris zu. Ich finde Calvin Harris nicht mal so cool. Es ist wie so... keine Ahnung, Mann. Das denke ich auch immer. Wenn ich Auftritt habe in einem Weihnachtsessen, einer mal gesehen, wirklich eine fette Firma. Die hat, also weißt du, so fett, dass sie einfach gegen Eishockey-Stadion mieten, okay, oder? Krass, ja. Und dort stellen sie dann 17 Foodstände auf und dann gibt es eben auch noch DJ und bla bla. Und ein Teil vom Programm bin noch ich. So. Und dort ist es wirklich so gesehen, Chef haltet noch in der Rede, also irgendein von den 17 alten weißen VR-Dudes, oder? Und sagt, wir haben während Covid haben wir wahnsinnig gut verdient, wir haben 17% mehr Umsatz, wir haben 10% mehr Gewinn, das sind, weißt du, wirklich horrende Zahlen, das sind 30 Millionen Schweizer Franken pro Jahr,
Und dann kommt der Satz, und darum machen wir auch das Fest heute. Das ist wegen danke euch. Nichts. Das ist euch zu verdanken. Ja. Und dann hast du auf Dinge 500 Leute, wo du denkst, gib doch allen. Das wäre ein geiler Bonus gewesen. Gib doch allen irgendwie einen Bonus oder ja, von mir aus 100 Stutz mehr Lohn. Weißt du, irgendwie so? Ja, ja. Aber es sind mega lustige Hotdogs am Foodstand. Genau. Also, und Tacos. Und vom, Hotdogs haben sogar vom Hans-Rudi. Der Hans-Rudi hat Tacos ja gemacht. Und Tänzmomus wahrscheinlich, weil überall, wo du bist, jetzt Tänzmomus. Und es hat die Hotdogs, die so Geröstzwiebeln drüber sind. Das ist halt schon das oder ja, halt so ein Bonus. Ja. Hast du Hotdogs? Das ist dann halt immer so ein bisschen. Aber geil, es ist ja auch immer mit Gegengeschäft. Ich nehme jetzt mal an, bei dieser Bude ist ja nicht so gesehen, dass die 30.000 gezahlt haben für euch. Ja, in meinem Kopf schon. Ich ist mit Gegengeschäft und eh hat die irgendwie Verbindungen und eh ist das irgendwie so. Aber es ist einfach so, in meinem Kopf ist so, Mann, ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Ich habe schon bei Firmen geschafft und dort merkst du dann halt, wie es funktioniert. Es ist alles, alle die Zahlen, die irgendjemand auf einem Papier sind, sind einfach die erfundene Zahlen, die nie im Leben irgendjemand überwiesen worden sind. Sondern meine Leistung, dass ich jetzt den Podcast mache, hat einen Wert von 15.000 Franken. Ja? Scheiße. Ich sage jetzt auf der Gesicht. Deine Leistung, dass du als Gast kommst, ist 12.000. Ich hätte sagen 12 Franken. Ja. Sagen wir 12.000. So, jetzt aber, weil du noch vom Mutzibacher trinkst. Ja? Shoutout Mutzibacher. Shoutout Mutzibacher. Sind wir noch bei denen drei, bla bla bla. So, und am Schluss ist irgendwie einfach, am Schluss, keine Ahnung, überweist jemand 12 Franken. Effektiv 12 Franken. Ja. Und du bist so, geil. Aber der Wert überall ist mega gross gesehen, ja, oder? Ja, ich weiß manchmal. Aber ich kann auch, ich finde es wenigstens cool, wenn sie so ein riesen Fest und so organisieren. Ich habe während der Pandemie auch in einem Geschäft gearbeitet, wo so mit Kundendienst und so Online-Googles-Zeugs zu tun hat. Und wir haben alle sehr viel geschafft, wir haben alle übertrieben viele Überstunden. Es ist auch krass gelaufen, die Zahlen sind crazy gewesen. Also so, und nicht vergessen, sicher haben sie auch noch Kurzarbeit gehabt und haben trotzdem geschafft. Ein paar schon, ja. Und es hat eine riesige Einstellungswelle gegeben und nachher haben sie wirklich wöchentliche Mails bekommen. Alter, wir haben den Rekord gebrochen, wir haben den Rekord gebrochen, wir haben den Rekord gebrochen seit Firmengründung. Logisch, Covid, jeder bestellt. Und dann haben wir alle Post bekommen, wir haben alle und das alle gefreut auf einen coolen Bonus. Und dann haben wir Post bekommen und im Pack, in der Post, war ein Päckchen mit einem kleinen, herzigen Holzwürfel. Auf welchem so mit, kennst du die, wenn man so Sachen reinbrennt, wo so Danke reinbrennt ist. Aber so schön, dass du weißt, es hat nicht jemand von Hand jedes Einzelne, sondern sie haben so ein Dings gehabt. Reinbrennt und in dem Töpfchen, der Würfel war ein Töpfchen gewesen und du hast ein Blättchen dazu bekommen mit Dankeschön für deinen tollen Einsatz. Das ist, dank Leuten wie dir können wir das machen und Geschichte schreiben und wenn du das Töpfchen jeden Tag gießen, dann kommt dort ein Pflänzchen raus. Geil. PS, fick dich. Was so alter Mann, euch ernst. Ich glaube, irgendwie nachdem haben 6 Leute gekündigt. Wieso? Meinst du ernst, Bro? Also wie... Also weißt du... Und das Schlimme ist... Wer ist auf die... Also weißt du, in so einer grossen Firma müssen doch so Sachen abgesegnet werden. Also ich glaube, ab 500 Leute etwas heimschicken, muss das doch jemand absegnen, der etwas sagen. Wer hat das auf Papier gesehen und gefunden? Hey, unsere überarbeiteten Mitarbeiter... Ich glaube, die haben Freude an dem. Ich glaube, was denen die Hause fehlt, ist schon noch mehr Verantwortung als so für so eine kleine Dreckspflanze, die sie jeden Tag gießen müssen. Ja, und 100% hat irgendjemand in der Firma jemanden kennt, der die dumme Pflanze safe, weißt, und findet, komm, dann haben wir doch noch, geben wir ein bisschen Geld aus für das, dann hat die Person einen Auftrag. Echt, mal den Leuten zeigen, dass man sie wertschätzt. Genau. Aber das Schlimme ist, meine Chefetage ist dann so, hey, eben denen, wo es nicht passt, die können gehen. Ja. Ich finde ich eben neues, oder? Ja. Bist du schon mal gekündigt worden? Jetzt muss ich überlegen. Was meinst du vom Job? Ja. Jetzt muss ich überlegen. Warte jetzt. Also einmal, nein. Das Praktikum gesehen. Dann habe ich immer so einen temporären Vertrag gekriegt. Dann habe ich einfach nicht mehr verlängert. Ja, die zählen nicht. Eben.
dann nein, dort habe ich gekündigt. Nein, ich glaube, mir ist noch nie gekündigt worden. Krass. Was hast du für Gefühl? Also, natürlich, eben jetzt, das ist natürlich jetzt die Frage. Haben wir kürzlich darüber geredet. Machst du eine Sendung und sie wird nicht fortgesetzt? Ah, da kann ich nicht beantworten. Ist das wie gekündigt werden? Es fühlt sich schon eigentlich so an. Okay. Ja. Ich habe nie, ich habe immer das Gefühl gehabt, ich habe oft gekündigt. Ich habe mega oft Jobs gewechselt und so. Ich bin lange nicht gekündigt worden. Ich habe das Gefühl gehabt, ja, so gekündigt, voll geil, weißt du. So, mhm. Dann ist es so wie auch so. Weil man sagt dir so, ey, wenn du gekündigt wirst, hast du es mega einfach auf dem Raff. Ja. Yeah. Wenn ich gekündigt habe, dann war es immer so, so habe ich so ein, zwei Monate keinen Job gehabt. Weißt du, oder bin so, habe gewusst, so, okay, ich könnte jetzt da. Und in zwei Monaten fange ich aber dort an. Und für das lohnt es sich gar nicht beim Raff anmelden, weil du ja selber gekündigt hast, bist eh gesperrt. Yeah. Weißt du, dann ist so das Hin und Her, dann bist du so, hey, ich bekomme ja noch so, du bekommst ja eh dann meistens noch einen Teil vom 13. auszahlt und so, bla, aber das geht noch irgendwie. Und die Ferien, die du noch nicht genug hast. Irgendwie regelst du das immer so, ein, zwei Monate. Und ich habe immer so gedacht, so, wenn du gekündigt wirst, findest du meistens den Job, den du machst, auch scheiße, weil du darum machst du noch nicht gut und darum wirst du gekündigt. Yeah. Ist voll geil, du kannst auch zum RAF gehen und das ist kein Problem und so. Ich bin mal gekündigt worden und erst hat es sich verdammt scheisse angefühlt. Yeah. Weil das ist so, es war so eine ganz weirde Situation gewesen von so unerwartet. Plötzlich hast du das Gespräch und dann sagst du so, ja, wir entlohnen dich. Du bist okay. Und ich habe, sobald du, also einfach so als Info, wenn du irgendwie so bei deinem Job mit vielen Kunden zu tun hast, tun dich mega viele Geschäfte freistellen. Weil sie einfach so, das ist so Policy bei ihnen, weil sie Angst haben, dass du dann einfach nur Scheiß machst oder dir einfach keine Mühe gibst. Yeah. Und weil es halt oft schon deinen Platz braucht, um die nächste Person einschulen. Ja. Yeah. Dann lohnt es sich für sie mehr, dich einfach 3 Monate zu zahlen, ohne dass du es schaffst. Oder einen Monat zu zahlen, ohne dass du es schaffst. Dafür, weißt du, so. Und was ich auch irgendwie fair finde, weil so ganz ehrlich, da kannst du deine Sachen gerade packen und gehen, weil gekündigt werden noch einen Monat dort rumlaufen, würde mich auch Uhren anschießen. Ja, und eben noch jemanden einschaffen und so, das ist ja voll, das ist so. Und, also das ist verdammt weird, ich war so, mega hässig gewesen. Aber eigentlich habe ich gedacht, ah, eigentlich schon geil. Und es war mega komisch gewesen. Und ich muss sagen, das ist ein Aberglaube mit dem RAF, dass das so einfach ist. Weil ich habe mich müssen für, glaube ich, 3 Monate oder so beim RAF anmelden. Und ich habe einfach gefunden, so, hey, ich will, weil ich glaube, der nächste Job erst im August kam und es war irgendwie April gewesen. Ach, keine Ahnung, das ist schon ewig her. Und wow, wie dumm die da haben. Also die haben so wirklich so, ich musste Stellungnahme machen, was passiert ist. Dann haben sie mit dem Chef geredet und nachher mit der HR und hin und her. Einfach zum herauszufinden, ob ich irgendwie selber schuld bin, dass ich Dinge getan oder auch irgendwie auch nicht. Und so. Und dann am Schluss, bevor ich überhaupt einen Rappen vom Raff gesehen habe, hatte ich schon einen anderen Job gehabt. Ich dachte so, ja, hab für nichts, Mann. Ja. Ja, aber das ist wie wo Covid-Hilfe gekommen sind. Boah, das ist genau das Gleiche gesehen. Dass dann irgendwie, kurz vor Weihnachten 2020 habe ich dann mal die erste Auszahlung gekriegt von Kulturausfallentschädigungen. Und ich muss sagen, gibt es doch keine einfachere Lösung, im März ist der Lockdown gesehen. Ja. Und logisch, es ist so das Reklamieren vom kleinen Bürger, der nichts wert ist in dieser ganzen Masse. Ja, ja, ja. Weil die sind alle überfordert gesehen und irgendwie, früher hast du, so ein Event hatte ich gehabt, bestimmten Kanton und die haben irgendwie so ein Personalfest gemacht und alle, die von diesem Kanton irgendwie 20, 30, 40 Jahre. Und dort, in diesem Kanton ist es gesehen, vor Covid sind, glaube ich, pro Jahr 10 bis 12 Anträge für Kurzarbeit. Ja. Und dann hat einfach alle. So, und dann musst du irgendwie 30 Leute schnell temporär anstellen. Das ist ja am wahrscheinlich. Ja, pro Stunde. Es ist wirklich einfach krass. Komplett explodiert und so weiter und so fort. Oder? Aber es ist halt einfach, ja, das Zeug geht dann gleich lang. Ja. Oder? Ich finde, wir sollten so einen. Ich finde, erstens, jeder, der in der Schweiz so mindestens 5 Jahre geschafft hat, sollte so. Ja, vielleicht ist 5 Jahre zu wenig. Aber jeder sollte so ein Freijahr haben. Und dann einfach sagen kann so, hey, ich mag nicht, ich gehe jetzt aufs RAF. Und dann kannst du einfach ein Jahr auf dem RAF sein, ohne gestresst werden. Weißt du, ohne so, du musst dich dort, du musst das, du musst den Kurs. So ein Jahr Zeit, um sich neu zu finden. Und nach einem Jahr ist es so, hey, entweder machst du jetzt den RAF-Gugus oder du findest einen neuen Job. So ein Jahr Ruhe.
Ach, so ein Pott, wo du sagst, das ist mein Pott für ein Jahr. Aber das machen ja jetzt sehr viel. Das machen ja jetzt fast alle, wenn sie mit der Schule aufhören, machen sie jetzt ein Zwischenjahr. Ja, aber dann wäre es ja auch trotzdem, also, wenn du aufs RAF gehst und so, wirst du trotzdem gestresst. Und so. Ich glaube, das ist das Schlimmste, was es gibt. Du musst ja die ganze Zeit so Zeugs machen. Und ja, du musst ja die ganze Zeit Bewerbungen abschicken, ja, für Jobs, die du nicht willst. Und ich glaube, du musst die ganze Zeit so an Kurs und so, die du mitbringen. Ja. Das ist ein Mafia. Oder ich finde auch so, jeder Bürger sollte so einen Pott von so 10'000 Franken haben. Wo du einfach so das Recht hast, zu gehen und zu sagen, ich habe meine 10k. Frag nicht warum. So, ich habe entweder eine mega gute Idee oder einen mega Scheiß gebaut, aber ich brauche jetzt meine 10'000 Stutz. Das sind die 10'000 für mein Leben, die ich einfach gratis bekomme. Weil Leben einfach mühsam und scheiße ist. Und manchmal nervt. Und manchmal will man jetzt einfach 10'000 Stutz verballern oder so. Und ich habe das Gefühl, wenn das von klein auf die Leute beibringen würde, so, hey, schau, kleiner Reto, das Leben ist manchmal schwer, das Leben ist manchmal langweilig und man will einfach 10'000 Stutz verballern. Du, Papi Schweiz, Papi und Mami Schweiz, haben irgendwo in Bern für dich die 10'000 Franken versteckt und du darfst die beziehen, sobald du 18 bist. Aber du darfst sie nur einmal beziehen. Ein einziges Mal. Weißt du, was auch geil wäre? Dass man einmal auf die Steuern verzichten darf. Also das wäre einfach das, gell? Das wären die 10'000. Wahrscheinlich, wie die meisten Fälle. Ja. Ja. Ich das ist voll das geil. Das ist fast noch geiler. Ja. Weil sonst musst du einfach die 10'000 holen, um die Steuern zu zahlen. Aber noch geiler wäre, dass du wirklich einfach würdest sagen, das Jahr verzichte ich. Das oder das, ja. Voll, voll. Oder halt einfach, dass man sagt, ja, voll. Das macht auch Sinn. Aber ich will halt immer noch Win for Life gewinnen. Dort ist dann noch immer noch unfair so, ja, aber dann ist jemand, der viel verdient. Hat ja viel mehr Vorteile als... Ja, wobei, der zahlt ja dann auch meist. Ja, mal... Ja, oder mit dieser progressiven Besteuerung, also... Ich finde einfach 10'000 ist so ein geiler Betrag. Ja, ist schön. Weißt du, wo du einfach so... So kann ich, in der Gemeinde hat es einen Schalter und der geht schauen so... Hoi, ich bin wegen meiner 10k da. Oh ja, sicher. Du kannst ja auch unterschreiben. Da gibt es so ein Formular, kannst du das so ausfüllen. So den Namen, AHV-Nummer. Weißt du, wie so alles... Keine Gemeindesachen halt. Da tun sie so einen Stempel drauf. Könntest du ja dann aufteilen? Könntest du ja sagen, ich will jedes Jahr ein? Nein, ich finde, das ist der Deal. Okay. Du musst auf einen stehen. Das ist so, sollen wir es überweisen? Oder wenn sie gerade den Koffer mitnehmen? Und dann hast du so den Koffer. Oder du musst vielleicht so ein paar Tage früher anmelden und dann holen sie den Koffer. Ja. Dann bekommst du den Koffer und dann hast du deine 10'000. Kannst du auch liefern lassen. Oder liefern lassen. Anmeldung. Dann hast du deine 10'000 und niemand fragt. Yeah. Niemand. Nicht das Steueramt, nicht die Gemeinde, niemand. Niemand fragt, für was die 10'000 sind. Wir haben einfach den Freifahrschein für die 10'000. Außer natürlich, es ist so etwas. Ja, aber der von das wieder auch nachkaufen dort. Ja, dann oder so. Gäbe es einen Crack. Ja. Aber ich fände, das wäre so, einfach das Wissen so, weißt du, was es längt? Ich komme jetzt 3 Roller. Und dann hast du für die 10'000 kannst du 3 Roller kaufen oder so. Dann holen wir jetzt ein Occasion-Auto. Einfach so, weil ich kann. Ich würde aber mega gerne Win for Life gewinnen. Ist ja nicht for life, ist für 20 Jahre. Das ist gerade gut, dass du das ansprichst. Ja. Yeah. Weil ich bin gerade eine Theorie am Testen. Also nicht am Testen. Kennst du die Geschichte von dem Ehepaar, wo mit Win for Life? Hast du mich gesehen in der Stube? Wo ich habe das als Crowdwork-Ding gemacht. Ach schon? Ja. Yeah. Wir haben aber letzte Woche über das geredet. Weil letzte Woche... Nein, vorletzte Woche hat das einer vom Geschäft erwähnt, dass sie das an der Hochzeit angemacht haben, weil sie von dem Aberlaber gehört haben. Yeah. Weil sie das gehört haben. Yeah. Und da hat es mir nochmal jemand gesagt und nochmal jemand. Und das Ding ist, ich denke seit 6 Jahren, dass es ein Paar gibt, weil ein Paar, das ich kenne, hat das erzählt. Und ich lebe seit 6 Jahren mit dem Gedanken, Alter, die haben einfach. Und die haben 3-mal Win for Life gewonnen. Siehst du, ich kenne die Geschichte mit 2-mal. Und ich laufe seit 6 Jahren mit dem Gedanken um, dass die jeden Monat 12'000 Stutz bekommen. Einfach so. Yeah. Und das ist einfach fake. Für das neue Programm habe ich mir überlegt, es hat als Crowdwork-Ding hat es nicht funktioniert, aber ich habe es spannend gefunden, alle die Urban Legends probieren aufzudecken. Und zwar, eine ist eben Win for Life. Ein Paar hat für die Hochzeit haben sich nur Win for Life losgewünscht und sie haben 2-mal gewonnen. Oder von mir ist 3-mal, was auch immer. Bei mir ist 3-mal. So, dann gibt es die Urban Legend, alle die Homeparty-Geschichten. Jemand hat mal eine Geburtstagsparty, eine Überraschungsparty organisiert und sie sind im Dunkeln und Geburtstagskind kommt heim und sie sagen, wenn das Licht angeht, dann machen wir alle Happy Birthday und effektiv bleibt es dunkel und dann passiert etwas mega Peinliches. Ich will jetzt nicht wiederholen, was.
Ja. So, eine andere Geschichte ist in der Homeparty, irgendwie zwei haben Sex und es gibt irgendwie mega grusige Flecken. Ja. Und dann heisst es, es ist der Hund gesehen, und dann wird der Hund eingeschläfert. Ja. Alles die Geschichten, oder? Und Win for Life ist wirklich in der Stube, habe ich gefunden, ich mach das mal, ich teste das mal. Ich sage so, hallo, kennt irgendjemand, der schon mal Win for Life gewonnen hat? Ja? Und was ist die Geschichte dazu? Und dort in der Stube haben einfach zwei. Ja, ich kenne jemanden, irgendwie mein Chef und irgendwie dort, ich kenne jemanden. Und ich denke so, fuck, das ganze Ding ist einfach zusammengefallen. Ja, aber haben sie an der Hochzeit gewonnen oder haben sie es einfach so gewonnen? Einfach so gewonnen. Ja, das mit der Hochzeit stimmt, glaube ich, nicht. Aber ich kenne zum Beispiel auch jemanden, dem seine Mutter hat es mal gewonnen. Krass, Mann. Und das denke ich dann so, scheiße, das mildert meine Chancen. Ist mir schon klar, dass meine Chancen immer genau gleich schlecht sind. Aber ich denke immer so, wenn man schon nur im Umfeld ist von jemandem, der mal gewonnen hat, ja, aber, ist es einfach noch weniger realistisch. Ja, aber wie funktioniert das? Gibt das so jedes Jahr eine Auflage und einer muss gewinnen? Ja, es gibt eine gewisse Anzahl an Los. Ja. Und ich nehme an, von dieser gewissen Anzahl, von sowieso einer Auflage, gewinnt eins oder vielleicht auch fünf oder irgendwie so. Die müssen aber zuerst auch noch verkauft werden. Und die dürfen auch nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt verkauft werden. Und dann gibt es die nächste Auflage. Ja. Es gibt ja Millionenlos. Und bei Millionenlos ist ja klar definiert, wie viel. Ja. Das ist das, wo man fix 50 Stutz gewinnt. Das kostet, glaube ich, 100. Ja. Yeah. Und du hast 50 auf sicher. Ja, mega toll. Das heißt, du zahlst auf 50. Das haben wir aber lang gemacht. Ich glaube, das mache ich das ja. Nein, es hat schon angefangen. Gut, kannst du immer noch kaufen. Stimmt. Oder nicht? Wer weiß man vielleicht. Aber Win for Life habe ich immer gedacht, das wäre der geilste Gewinn. Ja. Weil ich eben nicht gut mit Geld kommen gehe, ist aber doch super, dass du auf jeden Monat... Aber stimmt das, dass es jeden Monat kommt? Ja. Yeah. Ich habe auch mal gehört, es rechnet einfach jeden Monat, sie rechnet irgendwie eine gewisse Zahl, heisst da, 20 Jahre lang, 20 Jahre lang, okay. 20 eben. Jahre lang, es jeden Monat. Es ist ja nicht for life, aber es ist, am Schluss sind es irgendwie 180.000. Hey, wenn ich 20 Jahre noch arbeite, dann ist es voll easy. Aber das heisst, 20 Jahre lang tut der Swiss Lotto jeden Monat 4'000 Stutz überweisen. Genau. Fuck, Mann. Das war schon geil. Das ist einfach ein 100% Detailhandeljob. Ja. Wo du bekommst. Und du schaffst 0%. Boah, das wäre so krass. Und das Gute ist, wenn du dann gleich noch schaffst. Ja. Du hast dumm gesagt, kannst eigentlich sagen, mit dem Win for Life Geld zahlst du alle Rechnungen und du sparen und yeah, mit deinem Lohn leben. Genau. Der Jay Leno hat ja zum Beispiel der hat ja Late Night Show mega lang gehabt. Mhm. Und was jetzt, wie hat er es gemacht? Er hat vom einen, von der Late Night Show oder von Stand-Up, eins von beidem hat er gesagt, das ist mein Job und das andere Geld ist mein Bonus. Und das hat er wie nie angelangt. Boah, krass. Also ich weiß nicht, was es gesehen ist. Ob Stand-up am Weekend und Late-Night-Show unter der Woche, ja, eins von beidem. So, oder? Und das ist eben, das war ja eigentlich der Traum, dass du wirklich, ja, kannst sagen, das ist mein Income für das und, ja, das ist mein Income für etwas anderes. Wie viel sind das? 4 × 12? Es sind 980.000. 980, fast eine Million. Ja. Was ich eben eigentlich, denn, wenn du denkst, auf 20 Jahre, es ist... Nicht viel. Nein, aber es ist eben so gerade, es ist so ein wunderbarer Betrag. Es ist so viel. Also du kannst eigentlich wirklich... Super. So, sagen wir, ich würde es jetzt gewinnen. Das heisst, mit 52, wenn ich sonst noch ein bisschen auf die Seite tue, weiss ich, ich kann safe 1 Million auf der Seite. Mhm. Wenn du dann noch so AHV Gus 3 rechnest und so das Zweite bist und all das, dann kannst du einfach wirklich mit 52 Fick auf alles gehen und sagen, scheiß drauf, jetzt längt es. Ja, wahrscheinlich nicht, weil bis dann kostet eine Orange im Coop irgendwie 1,50 Franken. Fair. Aber ich habe ja dann noch, oder 4'000 in Bitcoin jeden Monat. Dann hast du 3 Bitcoins. Ja, du hast schon noch 1'000 davon. Das war okay. Ja, ich traue dem Zeugs nicht. Was? Ich würde am liebsten das Geld in meiner Matratze lassen. Wirklich. Ja, so. Am Schluss ist einfach, du weißt einfach, dass es effektiv genau der, ja, Wert wird haben. Wie zahlst du? Mit Karten? Immer? Meistens, ja. Ich liebe mit Karten zahlen. Ich hasse Bargeld dabei, yeah, haben, aber ich liebe Bargeld. Ich hasse Münze auch, aber ich liebe... Nein, ich hasse Münze eigentlich nicht. Ich liebe einfach... stinkt und ich muss nachher Hand waschen. Ja, das. Aber ich liebe so... Ich hasse es zum Beispiel auf dem Konto sparen. Mhm. Ich habe viel lieber, wenn ich die Wahl hätte, würde ich viel lieber einfach mein Geld
wo ich spare, in so ein Safe tue. Ja. Yeah. Um es aufmachen und anschauen. Und wieder zu voll. Es hat einen völlig anderen Wert, wenn du es so anschaust. Du hast das Gefühl Monopoly, oder? Ja. Ein Kollege von mir hat mal wirklich so Anfang 20 hat er müssen, sein Sparkonto hat er müssen aufheben. Zum quasi zügeln. Genau, und das Geld müssen sie nebeneinander hinzutun. Und dann hat er es effektiv Cash abgeholt. Krass. Und dann hat er einfach wirklich so ein paar Tausendnoten gehabt. Weißt du, so mehrere Tausendnoten. Du hast es so angeschaut und wir alle so, oh mein Gott. Krass. Krass. Aber ich finde auch schon nur ein Bündel Zehnernötchen. Also weißt du, vielleicht sind es dann 300 Stutz. Aber es sieht schon geil aus. Ja. Ist so Bargeld hat aber schon etwas. Ich finde, Dollar finde ich ein geiles Geld. Dollar ist auch wirklich, es ist so massiv, weil du auch noch 1-Dollar-Note hast. Ja, aber Dollar, ich muss sagen, Dollar fühlt sich einfach wirklich wie Geld an. Ja. Yeah. Wenn du Dollar in der Hand hast, bist du so, das ist Geld. Das ist so wirklich, das ist so dreckiges Papiergeld. Das ist wirklich so, das ist eigentlich alles, das ist alles, was schlecht läuft mit der Welt. Und das ist geil. Das ist wirklich so. Das ist so 3 Dollar am Boden, das ist so Geld. Ja, ich weiß nicht, Mann. Ich verstand darum schon so ein Bargeld. Ich glaube, ich kaufe mal einen Tresor einfach. Was kostet so ein Tresor? Das kommt auf was für einen? Ja, so einen kleinen. So einen Hotel-Tresor, ja. Wo dann noch so eine Pinne ist. Ja, der Pinne ist schon gescheiter als Schlüssel. Der Schlüssel kann geklaut werden. Ja, Pinne darfst du einfach nie vergessen. Das stimmt. Und du solltest nicht auf einem Post-it an Tresor tun. Unter den Tresor. Ich glaube, ich kaufe mir einen echten Tresor. Ich habe sehr Lust, einen Tresor kaufen. Was ist das Dümmste, was du jemals gekauft hast? Du hast mich vorher gefragt, was ich würde kaufen, wenn ich 50'000 hätte. Das Dümmste, was ich jemals gekauft habe. Also das Dümmste, so wirklich so nachträglich, das ist richtig beschissen. Boah, das ist etwas mega Peinliches. Hm. Ich habe mal, wo ich damals mit dem Podcast, ich habe auch mal podcastet, wo ich mit dem Podcast angefangen habe. Welche? Cem und Zigis. Das ist Chai und Zigis, aber da gibt es nicht mehr. Da ist alles schon weg. Ich habe mit dem angefangen und nach so der dritten Episode hat das so ein bisschen durch Twitter und so, hat das so ein bisschen online so ein bisschen ein Dings gegeben. Ich habe so ein paar Follower bekommen auf Instagram und die Idee war so, hey, vielleicht noch auf YouTube Zeugs machen und so. Und dann habe ich auf so einem Online-Shop per Zufall so eine Uhr gesehen, wo das Wetter anzeigen kann. Und es ist so klein quadratisch und so deine Follower und deine Instagram-Follower und deine YouTube-Abonnenten. Du musst das so mit einem Service verknüpfen. Und die hat damals, glaube ich, 280 Stutz gekostet. Wow. Und ich bin so im Film mit, boah, ich kaufe die. Und nachher, weißt du, sehe ich so, die Zahlen gehen voll auf und so. Ich habe das nicht gecheckt. Ich habe es gekauft. Ich habe dort nicht viel verdient gehabt. 280 Stutz war wirklich viel für so eine Uhr damals. Ich habe die gekauft und die Heime aufgestellt. Das ist das Depressivste, was ich je in meinem Leben. Weil ich habe sie unter dem Fernseher aufgestellt und wenn ich Fernsehen geschaut habe, habe ich einfach die ganze Zeit geschaut, wie sich nichts verändert. Und wenn sich etwas verändert hat, ist es runtergegangen. Und das war wirklich so, ach oh Gott, wieso habe ich den Scheiß gekauft? Das hat immer gewachsen. Das kam Instagram-Logo und dann so 72. Dann ist so YouTube-Logo 6. Instagram. 70. Fuck, 2 verloren. Und das ist wirklich das Dümmste, was ich je gekauft habe. Das ist wirklich das Dümmste, was ich. Das hat mich so traurig gemacht im Fall. Oh Gott. Ja. Shit. Ja, jetzt könnte ich es brauchen. Nein, Spaß. Leider noch nicht. Okay, was ist. Nein, das Teuerste ist blöd. Aber das habe ich Teuerste? Nein, das ist blöd. Das kann ich schon sagen. Das Teuerste. Ja, aber das ist ja lang, wie das ist mein Laptop. Ja. Also ich glaub, das teuerste Mal, eines meiner ersten Laptops, hat, glaube ich, 2200 Stutz. Nein, der Fernseher. Der Fernseher ist gar nicht so teuer. Dein Laptop, ja. Ich finde, das sind Fernseher brutal teuer gewesen. Ja, jetzt kostet es irgendwie nichts mehr. Nachgeschmissen, ja. Dies? Dümmste? Ich habe vorher überlegt, als ich dir das gefragt habe. Also wirklich, das Dümmste. Weil es ist immer noch verpackt. Ist? Ich weiß gar nicht. Das ist gut, das ist meistens ein gutes Zeichen. Ich weiß gar nicht, wie es offiziell heisst. Es ist Sperminators. Nein, irgendwie Martial Arts
Leg Splitter oder irgend so etwas. Was? Ja, und es ist einfach so, es ist einfach so eine Metallapparatur, wo du irgendwie so an deine Füße machst und dann kannst du so deine Beine dehnen, dass du irgendwann den Spagat kannst machen. Und das, ach, ist, ah, das ist sicher das Dümmste, was ich jemals gekauft habe. Das ist unnötig. Genau. Schau. So. Hey, kannst du einfach deine Beine so spreizen? Wieso brauchst du das? Schau, siehst du sie? Aha, aua! So, und ich habe mal... Aber wieso? Für Standoff hatte ich die Idee gehabt. Ganz dumm. Ich hatte die Idee gehabt, dass ich am Anfang auf die Bühne komme und probiere Spagat zu machen und ich schaffe es nicht. Und da ich jetzt die Idee erzähle, beerdige ich sie effektiv. Gell? Weil jetzt wird es nie mehr passieren. Also du versuchst einen Spagat und das geht nicht. Und es geht nicht, oder? Funny, funny, ha, ha, ha. So, oder? Und das Programm heißt Standoff und bla, 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 bla. Und dann habe ich die Idee gehabt, dass ich am Schluss so einen übertrieben emotionalen Monolog mache, dass wenn man jeden Tag etwas probiert und es einfach immer wieder probiert und so, dass man es irgendwann schafft. Und während ich den Monolog mache, gehe ich langsam in den Spagat runter. Und bin am Schluss effektiv am Ende von der Rede im Spagat. Quasi, er hat es am Anfang nicht geschafft, aber doch, er schafft es eigentlich, weil er hat es lang probiert und gemacht. So. Ja, da haben wir noch cute, Mann. Das ist die Idee. Cool, ja, die Idee ist gut. Ja, die Idee ist gut, aber es ist ja mit Aufwand verbunden. Ja. So, und was macht man als erstes? Man bestellt sich so einen fucking Leg-Splitter, wo man nicht mal auspackt. Ja. Ich sehe, wie fest du versucht hast, den Spagat zu schaffen. Ja, das hättest du können sein, Mann. Ich hätte können zwischen zwei Trucks wie der Jean-Claude Van Damme hätte ich können den Spagat machen. Das hättest du können sein. Das ist die fucking, hättest du einfach jeden Tag probiert. Das ist die fucking geilste Werbung gesehen. Vor allem hast du mal gesehen, wie sie das haben müssen filmen. Macht er denn wirklich? Ja. Ich habe den Doku dazu habe ich nie gesehen. Und zwar, es geht wirklich um Millimeter, wie der eine Lastwagen... Ah, muss ich gesehen? Ja, der eine Lastwagen muss dann so einen Millimeter nach rechts fahren, damit es dann genug langsam auseinander geht. Siehst du, dass bei dem Video die schwerste Arbeit die Lastwagenchauffeure haben? Irgendwie, also weißt du so... Ja. Ja, auch muss ich nur dort stehen. Das ist so schmerzhaft. So. Ich habe aber lustig, so wegen dem Leg-Splitter, ich bin wieder meine Vorsätze am Erfinden für den Januar. Weil ich bin ein Vorsatzmensch. Bist du ein? Ja, ich mache mir immer Vorsätze. Was hast du schon vorgenommen, was du eingehalten hast? Aufhören rauchen. Ja. Das ist das Einzige. Okay, aber das habe ich auch nicht richtig. Also ich habe nicht gesagt, ich höre am 1. Januar auf und rauche dann nicht mehr. Ich habe schon so Einbrüche gehabt und ich dann so wieder so Scheiß drauf, ich rauche jetzt wieder und dann in zwei Tagen geraucht und so. Aber es hat wirklich dazu geführt, dass ich dann aufgehört habe. Ja. Yeah. Und das Jahr habe ich so ein bisschen gesundheitsbezogene und ich war gestern so ein bisschen am Surfen gewesen und habe, das bestelle ich jetzt nicht, weil dein Legsplitter mir das jetzt ausgeredet hat. Es gibt so ein Brett mit so Löchern und dann ist so zwei Griffe. Und die Löcher haben verschiedene Farben. Je nachdem, welche Farbe du nimmst, kannst du Liegestütze machen und trainierst andere Muskeln. Und ich habe das gesehen und bin so, wow, das ist perfekt für mich. Das ist das Produkt für mich, weil ich mache ja so oft Liegestütze. Yeah. Ich schaffe ja auch sicher zwei. Und ich bin wirklich 5 vor das bestellen und das kostet irgendwie 60 Stutz. Und ich bin wirklich 5 vor bestellen gewesen. Und das wird jetzt aus dem Warenkorb gelöscht. Das ist die dümmste Idee, die ich jetzt... Ich habe gar keine Liegestütze. Ich habe zwei vielleicht. Ich hätte das Gerät nie können brauchen. Aber es ist wirklich, wenn sie einem im richtigen Moment verwünschen. Ja, gell? Dann bist du so, boah, das ist so gescheit. Ja, du kannst so viele Übungen machen. Ist. Ich habe jetzt gekauft und bis jetzt brauche ich es auch effektiv. Mal schauen, wie lange. Ich habe jetzt zum ersten Mal so einen Beard Roller gekauft. Zum Dings dann? Zum mehr Bartwuchs kriegen. Das funktioniert scheinbar im Fall. Es piept eben so viel und ich will es jetzt einfach mal austesten. Also Ich habe auch von Leuten gehört, dass es funktioniert und es ist, glaube ich, allgemein, also ob es funktioniert oder nicht, es ist sehr gut für die Skincare. Ja? Yeah. Weil es tut, es gibt Frauen machen, weißt du, was Microneedling ist? Ja. Yeah. Das ist so ein, das ist einfach zu erklären, das ist so ein Gerät, das ist einfach wie Tätowiernadeln. Ja. Yeah. Mit einfach viel mehr Nadeln und das tut dir das ganze Gesicht aufschürfen. Ja. Yeah. Ich denke, also einfach mit diesen Nödeln, das bringt dazu, dass dein Gesicht sich, deine Haut sich wie regeneriert. Und das funktioniert bei Narben. Ah, wirklich? Also ich weiss von Leuten, die zum Beispiel so Narben
Also nicht krasse, nicht so Operationsnarben, aber zum Beispiel so, also Kratzen oder so Flecken und so, weißt du, wo dann noch ein bisschen, wo der Haut bleibt. Wenn du genug lang mit dem behandelst, verschwindet die. Okay. Weil du einfach, weil die Haut sich halt einfach jedes Mal neu regeneriert. Ja. Yeah. Also du machst eigentlich wieder Wunde, wo sich ja dann wieder stößt und dann geht die alte. Das funktioniert und Frauen schwören auf das. Okay. Gesicht, singst einfach, dein Gesicht ist einfach zwei Tage lang rot. Ja, also ich habe es bis jetzt zweimal müssen machen. Zweimal pro Woche musst du machen. Aber das, also weil die gehen glaube ich aber nicht so tief, weil das Microneedling ist. Also nein, so es geht nicht tief. Aber es fühlt sich trotzdem komisch an. Du spürst nachher schon so ein, zwei Stunden, spürst du ein bisschen. Meine Frau hat mir das mal vorgeschlagen an der, ich hatte da irgendeine Narbe gehabt. Jetzt sag ich mal so, sag ich auch Microneedle und ich so safe. Und sie hat das gemacht und sie ist so weit gekommen. Und ich bin am Sterben vor Schmerzen und habe gesagt, ich kann nicht mehr, hör auf. Und ich, Idiot, habe nicht überlegt, ich habe dort noch geschafft. Auf so einen richtigen Job geschafft. Ich bin einfach zwei Tage lang mit so einem fetten roten Streifen rumgelaufen. So mit 18 oder 19 habe ich mal so eine Selbstbrüner-Creme gekauft. Oh nein. Das hat Roberto Blanco gemacht. Nein, es war nicht so schlimm gewesen. Aber was ich natürlich nicht bedenkt habe, ist, man müsste es dann wirklich überall machen. Ich habe es ins Gesicht gemacht und dann hat es einfach beim Hals jetzt aufgehört. Dann habe ich einfach so Flecken gehabt. Dann ist so, es hat im Gesicht hat es einigermaßen gut ausgesehen. Also ein bisschen DJ Antoine, aber es hat okay ausgesehen, weißt du? Du hast einfach Blackface gemacht. Nein, ich habe im Winter hat es ausgesehen, als wäre ich irgendwie in der Skiferie gesehen, weißt du so. Nein, also dein Gesicht und dein Hals. Nicht. Eben, und dann da ist es einfach so aufgegangen. Ah, fuck. Der Roberto Blanco, bei dem ist ja geil, er tut ja sein Gesicht schminken. Ja. Und er braucht einen dünkleren Ton vom Make-up als seine Hautfarbe. Ja. Und er braucht es aber auch nur auf dem Gesicht. Das heißt, wenn du mal Roberto Blanco von der Seite siehst du wirklich einfach, wie die Farbe wechselt. Aua. Das check ich nicht, Mann. Das habe ich nie gemacht. Selbst ich war noch nie im Solarium gewesen. Oh, früher bin ich gern gegangen. Ich noch nie. Aber es ist so scheiß ungesund. Das ist keine gute Idee. Ah, das denke ich ja. Aber das Problem ist auch, es ist mega ungesund, aber wenn du braun bist, wenn du so sonnenbrünt bist oder solariumbrünt bist, siehst du automatisch gesünder aus. Ja, aber eben mit der Zeit siehst du dann orange aus. Gut, ja. Aber wenn ich mich jetzt so anschaue, so bleich siehst du einfach nicht gesund aus. Gut, das ist natürlich auch noch der Fernseher. Also, ja, aber du siehst immer müder, also ich finde, du siehst immer müder und so aus und weiss. Ja, also ich so bin auch, als ich auf Weltreise gesehen bin ich wirklich oft 4 Monate lang nur in der Sonne gesehen. Wie gut hast du ausgesehen? Und wirklich bin zurückgekommen und habe gedacht, shit. So geil. So viele Komplimente. Wow, du bist mega braun. Und dort habe ich dann das Plakat gemacht für das zweite Solo. Gib das mal ein. Wienerli Promi. Und wir haben einen Fehler gemacht. Nachträglich muss ich sagen, bei diesem Plakat haben wir einen Fehler gemacht. Wir haben... Ja, mach mal das Plakat groß. Das dritte Bild. So. Also, und 10 haben wir weißer gemacht, aber die Hautfarbe haben wir nicht verändert. Das ist meine echte Hautfarbe. Und nachträglich muss ich sagen, wir hätten noch müssen so ein bisschen oranger. Weißt du, das ist wirklich so Dieter Bohlen-mässig. Ja. Dann war es perfekt gewesen. Ja, das ist grandios. Aber was für ein dummes Sehr Bild. Schön. Was für ein Sehr dummes schön. Bild. Also nicht auf Feldreis gehen vor dem nächsten Solo. Nein, aber es gibt so Zeitpunkte, wo du wirklich so... Früher habe ich, wieso auch immer, habe ich Fotoshootings immer am Morgen gehabt. Das ist die dümmste Idee. Wieso? Weil du gehst am 9 Uhr morgen gehst du in ein Fotostudio, du bist irgendwie 1,5 Stunden wach, die Gesicht ist noch nicht mal richtig parat, du bist irgendwie auch noch nicht richtig parat. Ja. Und dann hast du so Fotos, die läuft so ein bisschen so... So. Ich habe einen Tipp für das. Mhm. Es gibt so Vitamin C Creme. kein Witz. Wirklich im Fall, wenn du die drauf tust und dein Gesicht einreibst und immer gegen hinten ziehen, das Gesicht, siehst du automatisch frisch und wach aus. Ah, ja? Die gibt deiner Haut so noch ein bisschen Farbe und das ist mega gut. Okay. Skincare-Tipps bei Jodo. Ich habe das alles von meiner Frau, weil sie ist eine gute Idee. Und ich habe mich für ihn nie eingeremt. Ich habe so einen Augenstick. Das auch. Auf den schwöre ich.
das auch, das ist super. Das finde ich super. Und ich habe so Zeugs früher nie benutzt. Das finde ich schon noch geil. Weil wirklich oft so, wenn du so etwas Frisches um die Augen genommen hast, du merkst einfach schon nur, wegen dem, keine Ahnung, Menthol oder was auch immer, macht es auch deine Augen so ein bisschen auf. Du bist so, oh. Wenn du dein Gesicht am Morgen eingremst, merkst du halt einfach auch, du hast es ein bisschen bewegt, du hast so ein bisschen das Blut ein bisschen in Bewegung gebracht und so. Und die Creme tun eigentlich schon gut, aber ich mache es eben auch nicht jeden Tag. Ich sollte. Aber du lässt deine Haare jetzt wachsen? Ja. Wie lange werden die? Hey, ich bin jetzt an dem Punkt, wo ich selber nicht weiss, wie weiter. Aber ich denke schon noch, eigentlich wollte ich sie können zusammenbinden. Ja. Yeah. Das kann ich jetzt so halb, aber du kennst, nicht so du kennst ja einen Kollegen von mir, der Bojan. Ja. Der hat lang hat er kurze Haare gehabt und irgendwann hat er sich auch verwachsen. Und jetzt hat er einfach, das ist einfach sein Ding, jetzt hat er einfach die langen Haare. Jetzt ist aber, es wird eben so zu deinem Ding im Fall. Das Problem ist, es gibt, wenn du Haare wachsen lässt, ist es lang mega mühsam und grusig. Ja. Yeah. Und irgendwann ist es so lang, dass du dich wie nicht mehr darum kümmern musst. Dann machst du einfach irgendwie schnell einen Mittelscheitel und der Rest geht dann irgendwie. Ich weiß jetzt nicht wie lang, aber ich glaube schon noch so. Ja. Yeah. Mal schauen, vielleicht. So schulterlang. Weißt, vielleicht mache ich es auch so mega lang. Denken die Leute, das bin ich. Ja. Yeah. Und dann komme ich, bam, kurze Haare. Passcut. Also, wow. Er ist ein anderer Mensch. Ja, aber das hebt einen Tag. Aber wenn du dich kennengelernt hast, hast du noch recht kurze Haare gehabt. Ja, ich habe früher immer den, wie ich ihn gerne einen Kanakenschnitt gehabt. Seite 0 und oben kurz. Gut, das ist der einzige Schnitt, den du kriegst beim Barber. Ja, und oben kurz und dann wird es halt einfach länger mit der Zeit, weil kein Barber kann oben schneiden. Die können nur mit... Genau. Also, für 20 Franken bekommst du nur Maschinenschnitt. Mhm. Die können mit der Schere. Und dann, wenn du beim Coiffeur bist und sagst so, ja Chef, ich weiß nicht, oben sollen wir kürzen? Nein, Bruder, ist perfekt. Perfekt, besser lang lassen. Immer. Und sind so Tore sind so da unten. Nein, besser lang, ist schön, ist modern. Okay. Aber das Sven hat sich auch wachsen lassen. Ja, dann nochmal. Nein, er ist zuerst gewesen. Wegen dem werde ich mit ihm verwachsen die ganze Zeit. Wirklich? Ich werde nonstop mit dem Sven verwachsen, das nervt im Fall. Nein, wirklich, Leute kommen im Fall und erzählen mir Jokes vom Sven. Gut, aber ganz ehrlich, Mixed Shows, irgendwie Charlie, Frank und ich treten auf und sie sagen einem Frank einen Joke, den der Charlie gesagt hat. Und Charlie sagen sie einen Joke, den ich gesagt habe. Ja, aber bei euch ist das dann, beim Frank und Charlie ist das dann racist und homophob, Mann. Es ist alles zusammen, das ist ja? Das ist wirklich. Bei mir ist es nur rassistisch. Ich habe vor zwei Wochen irgend so etwas gehabt und dann bin ich dort geblieben und hat einfach so, wenn sie gesagt, ja, du bist auf, komm, bleib doch noch am Apero und so. Es sind viele Leute gewesen, es sind an dem Apero, drei Leute zu mir gekommen, die können sehen, die nicht verwechselt haben. Und ich bin so, Alter, ich habe vor einer halben Stunde bin ich auf der Bühne gestanden und habe meinen Namen gesagt. Und einer ist wirklich gekommen, so, hey, der Witz, den du erzählst, wegen dem Znüni mit in die Schule nehmen und so, das ist der Beste, ich liebe den. Und ich so, ja, das ist mein Lieblingsjoke von mir und so, das ist der Beste. Hast du mitgemacht? Ja, können wir das Bild machen, safe und so, markiere mich, Sven Imanitsch, ich mache es immer. Wirklich? Ich mache immer mit, ist mir scheißegal. Immer, ist mir scheißegal. Also, wenn ich mit dem Sven verwechselt, kläre ich es nicht auf. Dann mache ich mit, ja, Sven Imanitsch, immer, ist mir scheißegal. Wird Sven auch mit dir verwechselt? Nein. Aber beim Sven, der Sven verwechselt und nennt den Ivan. Ah ja, Klassiker. Ah, der Ivan, der ist doch ein Oh mein Gott, der Cenk hat ihm sogar mal Ivan gesagt. Sie aber, welcher Ivan? Der Ivanic? Ja, aber der Ivan. Ja, nein, der Ivan, Sven. Der Ivan Ivanovic. Der Ivan Ivanovic, Ivancic. Sven, hä? Doch, das wo wir immer so einen Schreibcap gemacht haben, das erste sind Charlie, Frank, Cenk und ich. Sind wir in Seelisberg und ich so, heute hat Sven Geburtstag, komm, wir machen ein Video für ihn. So, dann habe ich einfach so schnell ein Selfie-Video, ich so, hi Sven, happy birthday, dann zum Charlie, dann so, hey, Killer, alles Gute, so, dann kommt der Frank, hey, happy birthday, und der Cenk ist einfach so auf dem Sofa, so mit dem Laptop, ist irgendwas am Schreiben, und dann ist immer nur, da ist 10 Stunden auf dem Sofa gelegen, mit dem Laptop vorne dran und hat geschrieben. Und ich gehe so mit der Kamera zu ihm und dann wirklich so, ja, alles Gute, Ivan. Und gerade dann merkt er es, aber ich habe schon vorbei gesehen. Und ich so, fuck, das Video ist so fix. Was habe ich das noch? Ja, ich check schon, dass Ivan Sinn macht bei seinem Namen. Weil Sven, bei seinem Namen macht halt Sven keinen Sinn. Ja, das ist wirklich... Der Ivan. Ja, du bist mein Lieblingscomedian, Ivan. Ja, voll, danke. Ich meine auch. Dummer Wichs. Das passiert wirklich, wirklich oft. Nein, ich finde es nicht. Aber es ist auch immer herzig. Es ist auch immer herzig. Also ich finde es wie auch nicht so schlimm. Ich glaube, wenn wir nennen ja ab und zu mal so etwas auf zusammen und wir treten oft zusammen auf und so, dann verstehe ich schon, dass die Leute verwechseln. Aber ich finde es irgendwie immer lustig. Ich finde es herzig. Aber es nervt schon ein bisschen. Es ist, aber du merkst halt auch, gell, wie
wie wenig Leute sich mit etwas beschäftigen. Es ist wirklich halt, es ist jemand auf der Bühne gesehen, ja, und sie wissen zum Teil nicht mal mehr, wer auf der Bühne gesehen ist. Ja. Und sie denken auch nicht nach. Wie würdest du es auflösen? Nein, ich auch mal, ich bin früher oft mit dem Baschi verwechselt worden. Fair. Und ich auch mal knallhart durchgezogen, dass ein Bi. Übrigens, der besoffen hat, weil er Fötter, genau, nicht mal er hat, weil er, dass seine Tochter, die riesen Fan von Baschi, also nicht von mir, ist, dass ich Fotos mit ihr mache. Und ich dann wirklich so, ja klar können. Oh Gott, ja klar können wir machen. Und das habe ich sogar auf der Bühne erzählt. Weil der ist so dicht gewesen, der hat es eh nicht gecheckt, oder? Aber die Tochter auch. Und dann schreit, die ist eben gerade nebeneinander gesessen, ein Apero-Ding gewesen. Und danach schreit er wirklich so, weiss doch nicht, wie sie heißt, Sandra! Sandra! Und zeigt so auf mich. Und dann sagt er, das ist der Baschi! Und sie hat wirklich einfach so von der Bar, sie hat so schnell übergeschaut und hat einfach so den Kopf geschüttelt und sich wieder weggedreht. Und dann also, Ja, nein, bist du es nicht. Weißt du, so. Also, ja, dann hat er es gecheckt. Oder? Das war ein schöner Moment. Geworden. Dom, ich find das schon noch easy. So ein bisschen. Ich korrigiere Leute auch nie. Also ich sage auch nie, hey, ich habe das nicht bestellt. Oder nein, du hast das falsche Dienst. Das ist mir alles zu umständlich. Ich esse es einfach oder esse es nicht. Und nein, ich habe angefangen damit. Weil nachher rege ich mich zwei Wochen über mich auf. Nein. Das ist zwischen, ja, meine Freundin und ich, das ist der Running Gag, wo wir irgendwie ersten Jahrestag hatten, sie mussten immer go essen. Haben wir gefunden, es war recht spontan, sie machten irgendwie ein schönes Steakhouse. So. Und ich habe so Bock auf ein Baked Potato. Ich habe gefunden, das wird mein Side. Oder? Ich habe so Bock gehabt. So eine schöne Ofenkartoffel mit Surram, so Creme fraiche. Njom, njom, njom. So, und dann habe ich aber kein Steak bestellt, sondern ich habe Bock auf einen Cheeseburger. Dann habe ich gesagt, ich nehme einen Cheeseburger und einen Baked Potato. Und der Kellner, der hat so verachtend, hat auch so Baked Potato. Weißt du, wirklich so, sag mal, spinnst du Vollidiot? Und ich bin so irritiert gewesen auf seine Reaktion. Ich so, aha, nicht, also, ja, zu Burger würde ich nicht Baked Potato. Ja, aber so, du bestellst nicht. Pommes. Und ich, okay. Und nachher habe ich Pommes gekriegt und habe sie mit Hass gegessen. Und zwar mit Selbsthass. Wirklich auf so, du fucking Idiot. Die Pommes sind okay, aber es ist nicht das, was du hast wollen und du hast dich oft überreden lassen. Weißt du so, oder? Ja, aber und das finde ich eine andere Situation. Weil dort hätte ich gesagt, nein, ich habe ein Baked Potato. Aber hätte ich jetzt ein Baked Potato bestellt und dann hätte mir die Pommes gebracht, hätte ich die Pommes gegessen und hätte nichts gesagt. Nein, es war genauso schlimm. Nein, das ist mir viel zu viel, Mann. Nachher musst du mit denen diskutieren und sagen, das ist so unangenehm. Ich hasse das auch, wenn die Namen falsch aussprechen. Ich korrigiere es nicht mehr. Wirklich? Gut, machst du auf der Bühne von der Swiss Comedy Awards? Ja, dort, ja. Aber dort ist, was ist der Speaker gesehen? Nein, dort, ja, das jetzt sage ich dir so ein Video und so ein Bild. Ja. Und dort haben sie den Namen falsch eben gesprochen. Eben, der Speaker dort, oder? Ja, ja. Joso Brika. Fick dich. Sorry. Ich war am SRF Comedy zum Morgen. Ja. Yeah. Und jemand, der dort gearbeitet hat, ich bin dort angelaufen, ich und Leila Ladari. Ja. Yeah. Sind auch wichtig, und Leila. Leila, eben. Nicht Leila. Und ich laufe dort an und dann sagt mir, oh, Juso, gut bist du da. Leila kommt nachher auch. Und ich so. Vom Juso ist. Juso ist. Okay, einerseits politisch. Politisch. Und ich bin so, okay. Ist eine politische cool. Partei. Und es ist schon sehr noch bei Huso. Ja, und dann laufe ich dort hinten in der Backstage und sitze dort und Leila kommt und er kommt nochmal rein und sagt, Juso, Leila, schön sind ihr da. Und Leila sagt, Leila ist mein Name. Und ich bin so nebendran. Jo. Wirklich? Ich bin der Juso. Nein. Ja, es ist mir immer so unangenehm. Und dann sagt, hey, du hast einen Fehler gemacht. So, man lädt mich doch in Ruhe. Ich könnte nie in meiner Restung sagen, sorry, das ist nicht gut, ich möchte es zurückgeben. Nie. Das schaffe ich auch nicht. Aber wenn es falsch kommt, schaffe ich zu sagen. Ich probiere zu diskutieren. Ich weiß, ich habe jetzt viel von dem Arosa. Yeah. In dem Bergresti. Yeah. In dem Bergresti gibt es 600 Millionen Milliarden fancy Sachen zum Essen von verschiedenen Steaks und erfundenen blablabla Sachen, aber keine Alpenmakronen, kein so Schnippo, also normales Bergzeug, wo so einfach so Chicken Nuggets mit Pommes. Yeah. Wirklich dort war ich so, boah, ich freue mich auf Chicken Nuggets mit Pommes. Gibt's nicht. Dann gibt's das Kindermenü, Chicken Nuggets mit Pommes. Yeah.
Und erstens, wieso macht man Kindermenü? Mach kein Kindermenü. Mach ein Menü, Chicken Nuggets mit Pommes und dann machst du für die Kleinen weniger, kostet weniger. Yeah. Dann kommt die Kellnerin und die, ich bin nicht mühsam gewesen, ich habe eine Cola Zero bestellt und gesagt, hey, ich hätte gerne Chicken Nuggets und Pommes. Yeah. Und sie so, das ist das Kindermenü. Ich so, okay, könnte ich dann einfach zwei Portionen vom Kindermenü haben? Yeah. Was heißt das? Halt so, könnte ich einfach zwei Portionen vom Kindermenü haben? Oder einfach eine grosse Portion. Und ich würde es akzeptieren, wenn die Frau würde sagen, nein, das geht nicht. Yeah. Aber sie hat gesagt, ungern. Ah, aber das geht nicht. Yeah, das und das habe ich so getroffen. Und dann hat sie gesagt, ja, ungern heisst, es geht, aber du möchtest nicht. Yeah. Sie sagt, das machen wir da nicht. Ja, ja, obviously schon, weil du sagst ungern. Du hast nicht nein gesagt. Dann sagt, ja, dann nehme ich halt Spätzle mit Gemüse. Und sie waren grusig. Und am Abend haben wir nochmal dort gegessen und ich habe eine andere Kellnerin gefragt. Und sie hat gesagt, hä, doch, kannst du einfach für Erwachsene nehmen. Das habe ich so krass gemacht. Dann hat sie gesagt, gut, dann möchte ich jetzt gerne Chicken Nuggets zum Pommes. Sie so, nein, ihr habt jetzt doch speziell bucht vom SRF, für euch gibt es schon speziell so aufs Menü. Und ich so, hey Mann, geh doch einfach das Pommes und Nuggets. Es ist so, es ist das einfachste Essen. Es ist einfach zum Lagern. Du kannst alles in einer Fritteuse machen und jeder hat Freude. Ja, so, eben, so Zeugs verstehe ich auch nicht. Dort habe ich gemotzt. Aber ich wäre nie aufgestanden, um ich also mit der Küche reden, ob ich die Chicken habe. Hätte ich es gemacht, hätte sie bekommen. Das ist ja der Witz. Wäre ich zu ihrer Chefin gegangen, hat sie gesagt, hey, sicher kann man Chicken Nuggets und Pommes für einen Erwachsenen machen. Wir machen jetzt kein Problem, Herr Witz, dann sitzen sie ab, genießen sie es. Aber ich habe gefunden, so, nein. Nachher hat die Stress mit ihrer Chefin und dann beleidigt sie mich im Hintergrund in der Küche und dann reden sie den ganzen Tag über mich und sie hat einen scheiß Tag und bla bla. So, dann ist sie halt Gemüsespätzli. Bäh. Ich kann es nicht. Aber wenn du es falsch kriegst, würdest du nicht sagen, sorry, ich habe etwas anderes bestellt. Nein, noch muss ich ja noch länger aufs Essen warten. Ja. Das Problem ist, ich denke mir dann immer so, okay, wenn jetzt der Kellner kommt und sagt, sorry, das habe ich nicht bestellt. Und er sagt, doch, was mache ich denn? Also, weißt du? Ja, dann muss der Kellner eigentlich sagen, okay, sorry, dann habe ich es falsch aufgeschrieben. Ja. Und manchmal, was sie auch gerne machen, sie dann ja gerne dann einfach irgendeinem Brand um die Schuld geben. Oder irgendwie, Kellner gibt dann der Küchenmannschaft die Schuld. Wegen, ich habe es schon richtig aufgeschrieben, sie haben es falsch gelesen. Das sind neue Dinge. Weißt du, oder? Es hat mal ein Kollege von mir ist in einer Shisha-Bar gewesen. Und ich kann nicht, irgendwie sind mehrere Leute, die haben eine Shisha bestellt. Und deshalb der Shisha-Bar-Kellner tut, hat ihnen das Falsche gebracht. Und der hat es auch angesprochen und der andere so, nein. Der so, doch, das ist das Falsche. Nein, das hast du bestellt. Der so, nein, habe ich nicht. Der kann er einfach sagen, sag ich lüge. Was machst du denn? Ich habe mal in Schottland habe ich mal Pizza bestellt. Und ich das klingt schon falsch irgendwie. Ich weiß nicht wieso. Ich habe mal in Schottland eine Pizza bestellt. Es ist ein Polterweekend gesehen und wir sind in einem Pizza Express. Wir sind halt irgendwie um 2 Uhr morgens offen gesehen. Und natürlich alles super dicht und so. Und ich habe nicht gecheckt, dass Pepperoni Salami ist und nicht wie bei uns. Ah, stimmt. Und nicht wie bei uns effektiv fucking Pepperoni, oder? Ja. Da habe ich eine Pizza Pepperoni bestellt und dann kommt eine Pizza mit Salami. Und dann habe ich also gesagt, so, sorry, das habe ich nicht bestellt. Und sie, doch, Pizza Pepperoni. Das ist Pizza Pepperoni. Und ich so, oh fuck. Das ist mir dann gerade klar gewesen. Ich so, shit. Das ist Salami, das sind keine Pepperonis. Nein, aber es ist mir klar gewesen. Sie hat einfach gesagt, du hast Pizza Pepperoni bestellt. Da weißt du schon mal, kein Widerspruch dort. Ja. Und zeig drauf, das ist Pizza Pepperoni. Dann habe ich so gewusst, okay, ich habe etwas anderes in meinem Kopf gehabt, als das, was jetzt kommt. Vielleicht ist das auch schon öfters passiert. Das wahrscheinlich, gibt es nicht sagen wir nicht, in Deutschland Paprika ist etwas anderes? Doch, in Deutschland ist eben Paprika unsere Pepperoni. Bei uns Paprika ist Gewürz. Hä? Ja. Yeah. Paprika sind doch die rot, grün, orange, gelb. Die grossen. Ja. Yeah. Und was ist Pepperoni? Auch das. Und was ist in der Schweiz Pepperoni? Eben das. Hä? Ja. Yeah. Warte. Kann man das Bild... Hä? Also, kann man das Bild von einer Paprika haben? Genau. Also wenn ich das sage, Joel... Das ist der deutsche Begriff. Aber was ist denn der Schweizer Begriff für das? Pepperoni. Aha, und was ist ein Pepperoni? Gibt es Pepperonis in der Schweiz? Eben, das sind Pepperoni. Und was du meinst, sind die dünnen Peperoncini. Aha. In Deutschland heisst das Paprika. In Amerika sagt man dem ja Bell Pepper. Genau. Was mega Sinn macht, weil es sieht aus wie eine Bell. Und das ist in Deutschland Paprika. Das ist bei uns
Peperoni. Ja. Und bei uns heisst Paprika das Gewürz. Also ich mache das Paprika-Gewürz mache ich aus Peperoni. Genau, okay. In der Schweiz. Hure kompliziert. Ja. Aber es checkt, ja. Und in Deutschland machst du Paprika-Gewürz auf die Paprika. Was? Kein Sinn, Mann. Es ist sehr verwirrend. Was ich auch verwirrend finde, in Deutschland, bei uns ist Fondue ist ja fucking Käse. Ja, es gibt nur Fondue, Käsefondue. Genau, dann gibt es noch Fondue Chinoise. Das ist Fleisch. Richtig. In dem Bouillon. In Deutschland ist Fondue mit Fleisch. Ist Fleisch. Und unser Fondue ist Käsefondue. Ah, das verstehe ich schon. Das ist einfach, das gibt es. Einfaches Beispiel aus Bosnien und Kroatien. Also, weißt du, was ein Burek ist? Ein Burek? Ja. Ein Burek ist so Blätterteig mit Fleisch gefüllt. Ja. In die Bosnien ist ein Burek ist mit Fleisch. Ja. Yeah. Fertig. Und das ist ein Burek. Das ist yes. In Bosnien ist das mit Fleisch. Ein Burek hat Fleisch drin. Aber das gibt es auch mit Käse. Mhm. Und in Bosnien sagt man dem Sirnica. Mhm. Und Sir ist das Wort für Käse. Mhm. Also quasi. Ja, ich weiß nicht, ob es 1 zu 1 ist, aber käsige. Quasi. Yeah. Ich weiß, es ist nicht 1 zu 1 übersetzt. Und das macht mega Sinn. Ich gehe in eine Bäckerei und sage, hallo, ich hätte gerne einen Burek. Ah, das mit Fleisch. Hallo, ich hätte gerne einen Sirnica. Ah, das mit Käse. Yeah. In Kroatien sagst du aber zu dem allgemeinen Blätterteig-Dings Burek und dann mit was es gefüllt ist. Yeah. Also ich hätte gerne einen Burek mit Sir, also einen Burek mit Käse. Yeah. Ich hätte gerne einen Burek mit Fleisch. Und das ist genau das Gleiche. Wenn dann noch ein Kroat auf Bosnien kommt und sagt, ich hätte gerne einen Burek mit Fleisch, sagt er, mit was willst du sonst haben? Yeah. So, das ist das. Ja, aber was ich verwirrender finde, ist, dass natürlich wir sagen nicht Käsefondue oder Fleischfondue. Und die Deutschen sagen auch nicht Käsefondue oder Fleischfondue, sondern es ist einfach Fondue, ja. Oder Käsefondue. Ja. Ja. Das heisst, ich habe schon dreimal, bis ich gecheckt habe, dass, wenn sie ist doch Fondue in Deutschland, Mann. Das ist eben der Punkt. Sie haben, für, weißt du, Quatsch Comedy Club, Weihnachtszeit, sagen sie, ja, wir haben dann Firmen, die essen dann Fondue. Und ich so, wow, voll geil, oder? Und dann ist so labriges Fleisch. Und dann siehst du sie so mit den kleinen Bouillon-Köcherchen. So. Das habe ich aber gern, Mann. Ich auch, ich liebe Fondue Chinoise. Es muss einfach dickes Fleisch sein. Ja. Aber da, ich verstehe die Verachtung. Es gibt mega viele so Situationen, wo es in Bosnien dann halt so ein Burek mit Käse bestellen und dann gehen sie in einen Burek und Käse. Das ist nicht bestellt. Das ist ja geil. Das ist das, was du bestellt hast. Du hast einfach noch Käse. Ja, und die Leute machen es teilweise extra, weil sie sagen, nein, man sagt so. Käse, Fondue Käse. Yeah. Ich habe sehr viel gelernt, falls ich jemals etwas in Deutschland mache, jetzt für dich. Das ist gut. Durch dich. Ja. Yeah. Fondue ist mit Fleisch und kein Vertrag unterschrieben. Richtig. Und noch weniger Vertrag, wo irgendjemand noch Fondue dir versprochen wird. Fair. Ja. Aber es wäre schon so ein. So, wenn so ein Fondue am Essen will und dann schiebt er so einen Vertrag, so ist halt schon so. Wow. Ja, ja. Ja, sie haben natürlich gute Tricks, wie sie die holen. Könntest. Ich habe irgendwie das Gefühl, das ist racist, aber könntest du so ein Fondue Chinoise, ein fertiges, ins Käsefondue und dann. Also ich mache schon gerne anderes Zeugs ins Fondue als nur Brot. Was machst du am liebsten drin? Ich find halt noch kleine Herdöpfel finde ich geil. Nice. Ab und zu Pilz. Den jetzt habe ich lange unterschätzt, aber Beere ist wirklich auch noch geil. Beere? Mhm. So Beerenschnitt. Das glaube ich dir, weil ich bin auch so, ich kann so süß und so Dings mischen. Schon recht geil. So Käse und Comfy. Und was ich gemerkt habe, ist, dass man auch beim Fondue selber kann man natürlich gerne ein bisschen modulieren. Früher bin ich Verfechter gesehen von einfach klassisch Moitié-Moitié. Ah, so eine andere Shit drin. Ein Kräuterfondue oder wenn es mit Champagner statt mit Weisswein gemacht wird. Oder Bierfondue, ist auch erstaunlich gut. Krass. Es gibt schon jenste Arten. Ja. Yeah. Wir haben da, wo wir Häusliwoche hatten mit Studio 404, haben wir Fondue gemacht. Da haben wir Landjäger ins Fondue gedüngt. Ja? Yeah. Ich finde Landjäger hat schon fast einen zu penetranten Geschmack an sich. Aber es irgendwie passt, man. Ja, kannst du mir schon vorstellen. Aber vielleicht ist auch das Extremdenken von, boah, ich dünkle das in das. Yeah. Das sind so Kombinationen, die du einfach machst, weil du kannst. Haben am Schluss noch Ei drauf gemacht? Nein. Ah, das finde ich geil. Bevor der Boden aufkratzt ist. Das Ei drauf? Ja. Und dann tust du kratzen und dann tust du so ein bisschen wirbeln. Und dann ist so wie so eine Art Käse-Rührei. Oh, gut. Das muss man merken. Richtig geil. So, jetzt haben wir noch kleine Kulinarik-Tipps zum Schluss gemacht. Gehen wir langsam auf. Ja, jetzt habe ich Hunger. Ja, ich auch.
Fondue. Können wir Fondue essen? Also Käsefondue. Natürlich. Hey, ich gratuliere dir nochmal zu deinem Swiss Comedy Award. Danke vielmals. Und wünsche dir weiterhin viel Erfolg und freue mich auf die Solo, wo in Planung ist und dann kommt. Jo, irgendwann. Geheimnis, Geheimnis. Hätte ich nicht so zu sagen. Doch, doch, das, okay. Das habe ich schon erzählt. Aber das Datum habe ich noch nicht gesagt. Also. Ja, das ist okay. Das weiß ich auch nicht mehr. Du kannst doch gesagt haben. Ja, aber ich weiß es nicht mehr auswendig. Ja. Ich weiß es selber auch nicht mehr. Also, auf jeden Fall freue ich mich sehr drauf. Danke. Und freue mich auf weiterhin geile Shows mit dir. Ja. Wenn wir uns sehen. Und, ja, jetzt immer öfters. Ich bin mega Fan von dem, was du machst. Danke, man kann ich nur zurückgeben. Hey, dir auch ganz viel Erfolg und viel Spaß jetzt noch. Ist der letzte Termin jetzt für... Nein. Hast du schon gespielt, oder? Mhm. Der letzte für das Jahr? Ja. Okay. Ich bin gerade in Spielpause. Pause. Yeah. Und dann mit Spagat ins nächste Jahr. Oh, kann ich das Teil auslehnen? Vielleicht mache ich das bei mir Solo jetzt. Hey, mach nur! Ich habe es im Keller gerade jetzt wieder gefunden. Nein, ich habe keinen Spagat. Okay, nein. Aber was ich will sagen, was ich wirklich geil finde an deiner Comedy ist, du bist auch ein Storyteller und das liebe ich. Das ist das schönste Kompliment, wo man je jemand im Comedy Googles Zeugs bis jetzt gemacht hat. Das hast du gesehen. Das hat mich sehr berührt und ist mir sehr geblieben. Wirklich, es ist auch so. Drum, alles Liebe. Dir auch. Hey, danke, dass ich dafür da sein. Danke fürs Zuschauen und Hopp Schweiz, jetzt bin ich nervös geworden. Abonniert, liked und 5 Sterne. Geil. Das sind 10. Ja, genau, YouTube. Wir haben es von YouTube gehabt. Hey, abonnieren. Abonniert das und Zeug, so. Kommentieren. Und auf Spotify 5 Sterne und einen Kommentar und Bewertung und auf Apple Podcast Bewertung und so. Das Geheimwort ist Pirat. Wenn du das in Dings reinschreibst, dann weiss ich, du hast bis am Schluss geschaut. Jetzt. Das musst du bei Sprachnotizen machen. Wenn sie zu lang sind, sagst du am Schluss, Geheimwort ist Pirat. Und wenn sie Pirat schreiben, dann weiss ich, sie haben es fertig gelassen. Smart. Guter Lifehack. Danke, Christoph. Und danke. Macht's gut. Bye, frohe Weihnachten oder was auch immer. Peace. Happy Movie.